Herzlich willkommen zum Thema, wie wir die Anzahl der Meetings reduzieren. Das Ganze haben der Tillmann und ich unter die Headline Moderne Zusammenarbeit im Projekt gestellt. Hat den Grund, dass, naja, ich bringe mal zwei Beispiele von Kunden von mir mit. Der eine sagt, hey Chris, ich lebe den virtuellen Traum. Was er damit meint ist, er hat eigentlich den ganzen Tag Back-to-Back-Meetings ohne Pause. Gerade in Corona-Zeiten, wo das alles virtuell in den meisten Fällen abläuft, ist das ja noch viel einfacher als früher, wo ich mich erinnern kann, wo man nach Wegezeit und sowas mit eingeplant war, damit man von einem zum anderen Gebäude kommt und sich auch da sammeln und sortieren konnte. Ein anderer Kunde löst das wiederum, indem sie 5 Minuten nach um oder nach halb beginnen und 5 vor um oder 5 vor halb die Meetings beenden. Aber auch das ist ja eher so ein Workaround. Man hat dann zwar ein bisschen Luft zwischen den Meetings, aber das eigentliche Problem ist ja noch nicht gelöst. Und darum wollen wir uns heute kümmern, wie wir wirklich mal einen Hebel ansetzen an die teilweise sehr nervigen, zeitraubenden Meetings, um zu unserer eigentlichen Arbeit zu kommen. So, und agendatechnisch sieht das so aus, dass wir, ich gebe ein kurzes Intro zum Thema moderne Zusammenarbeit, was wir darunter verstehen, wie wir eigentlich zu diesem Thema kommen. Ich stelle auch die Kollaborationsmatrix oder das Kollaborationsmodell, was der Tillmann und ich in den letzten 2 Jahren erarbeitet haben, vor. Deswegen, weil ihr kennt selber, Projekte werden ganz häufig schon am Anfang aufs falsche Gleis gesetzt, beziehungsweise am Anfang mit Frontloading kann man viele Dinge schon mal vorwegnehmen, die später dann zu aufwendigen Abstimmungen oder unnötigen Schleifen führen. Deswegen ist gut, wenn wir einmal kurz uns ein großes Big Picture verschaffen, was alles zum Thema Kollaboration so einzahlt auf das, was am Ende unten mündet in ganz vielen Meetings, hoffentlich nicht. Und dann gehen wir rein, sprechen über Arbeitsfluss, wie wir im Arbeitsfluss bleiben, Störungen vermeiden. Und mitgebracht haben wir 5 Schritte, um systematisch zu weniger Meetings zu kommen. Da könnt ihr auch ausmisten, bringt da gerne eure Beispiele ein. Und ein paar Tipps und Tricks und sogar ein Self-Assessment, wo ihr heute steht, haben wir mit im Gepäck. Es lohnt sich also wirklich, die 2 Stunden dran zu bleiben. Den Link verteilen wir gegen Ende. Und damit würde ich sagen, starten wir mal rein. Und ich starte mit einer Geschichte. Und zwar war es 2013. Da habe ich noch für eine Beratung gearbeitet. Für ja, Produktentwicklung und Innovation war der Berater und meistens sind die Berater gleichzeitig auch Projektmanager. Und das war mein erstes größeres Projekt, in dem ich da war, mit mehreren Mitarbeitenden, sowohl auf Beratungsseite als auch auf Kundenseite. Und da kam einer meiner Mitarbeitenden auf mich zu und sagte, hey Chris, super cool, dass ich mit dir im Projekt bin. Doch wisst gleich, du bist natürlich jetzt irgendwie so Führungskraft, Führungsperson für mich und im Lead. Und wisse, ich will bei dir nicht nur was über Projekte lernen, sondern auch was fürs Leben. Und da habe ich ganz schön gestutzt, als ich das gehört habe, was er denn da eigentlich sich erwartet und wie ich das Ganze überhaupt, wie ich dem gerecht werden könnte. Und wenig später kam dann auch noch sowas in unserer Unterhaltung. Ja, ich will zum Beispiel von dir lernen, wie ich nicht nur am Wochenende Zeit für die Arbeit finde, sondern auch während der Arbeitszeit es mal schaffe, private Dinge unterzubringen. Und ich fand, gefühlt war der Anspruch, beide Ansprüche, beide Zitate komplett gerechtfertigt, weil es geht ja auch darum, dass wir eine gewisse Balance finden. So, und von wem kamen diese Zitate? Vom Tillmann, den ich heute mitgebracht habe. So haben wir uns kennengelernt, gemeinsam auf dem ersten sehr, sehr großen Projekt. Damals ich in der Leitungsperspektive. Und Tillmann, herzlich willkommen. Super cool, dass du dabei bist. Sag gerne mal, jetzt haben wir 9 Jahre später, ein paar Sätze zu dir, wo du heute stehst. Ja, vielen Dank. Ich muss sagen, ich erinnere natürlich gar nicht, dass die Zitate von mir kommen. Also es ist natürlich sehr schön, dass du die Zitate notiert und bei dir behalten hast. Irgendwann muss ich mal gucken, ob ich noch was von dir finde aus der Zeit. Nee, total cool. Ich freue mich total, hier sein zu dürfen. Ich bin immer noch Unternehmensberater. Ich hoffe immer, dass ich einer von den Netten bin, aber trotzdem noch hängen geblieben. Und ja, ich glaube, dass sozusagen Chris
Und mich eint die Begeisterung immer noch für Projekte, immer noch für Zusammenarbeit. Und ich glaube, wir haben ein paar wirklich spannende Insights mitgebracht, über die wir heute diskutieren wollen. Da, glaube ich, finden wir einige Dinge, die wir gemeinsam haben und vor allem aber auch Unterschiede und unterschiedliche Perspektiven, die sicherlich spannend sind zu diskutieren. Freue mich über die Einladung und bin gespannt, mit euch darüber zu diskutieren. Sehr cool. Wir machen es ab jetzt ein bisschen Ping-Pong-mäßig und ihr ja, macht gerne mit, wenn euch irgendwas, wie gesagt, unter den Nägeln brennt. Für mich waren die Zitate sehr, sehr prägend, weil es natürlich in Projekten viel auch um Führung geht. Ich mir natürlich überlegen musste, wie will ich eigentlich führen? Wie wollen wir zusammenarbeiten als Team? Und spannend war, obwohl wir dann nicht mehr für dieselben Firmen gearbeitet haben, dass Tillmann vor knapp 2 Jahren, es war ein ähnlich heißer Sommertag wie heute, mich anrief und sagte, hey, ihn beschäftigt zu viel. Er hat so viele Modelle, die kriegt er teilweise überhaupt nicht im Arbeitsalltag unter, in den Beratungsprojekten unter. Und er weiß auch noch nicht, wo das hinführt, aber er hätte A, gerne einen Sparringspartner, B, ein paar weitere Perspektiven da drauf und vor allen Dingen einen Buddy, um selber auch mal kontinuierlich daran zu arbeiten. Und ohne zu wissen, wo das hinführt, haben wir also vor knapp 2 Jahren so eine Art Nebenprojekt aufgemacht, noch gar nicht groß mit Gedanken, dass das mal zum Beispiel ein Workshop wie jetzt werden könnte oder noch mehr oder ein ganzes Modell. Aber es ist ein Modell entstanden zum Thema moderne Zusammenarbeit. Modern deswegen, weil wir Projektmanagement, Agilität, Psychologie, Change Management, Coaching, Soziologie, Teamdynamik, all die Dinge, die wir so in den letzten vielen Jahren Projekte und Zusammenarbeit aufgeschnappt haben, versucht haben zu verquicken und in ein Modell zu gießen. Und das haben wir jetzt mal mitgebracht. Und ich habe es ja schon angesprochen, in Projekten führen ist eine recht spezielle Sache, weil wir führen ja nicht disziplinarisch, sondern hauptsächlich über Motivation, über Überzeugung und über Vertrauen. Und bevor wir in das Modell reingehen, ist eine wichtige Sache, ja, spannend zu verstehen, wie funktioniert Überzeugung. Die Frage ist deswegen relevant, weil wir eben diese disziplinarische Verantwortung nicht haben, diese disziplinarische Führung, diesen Joker, ich bin dein Boss, ich sage, wo es lang geht, auch wenn das nicht mehr modern ist, diese Art und Weise zu führen, überhaupt gar nicht spielen können. Wir sind sehr fachlich unterwegs und müssen eben eher Trigger finden für Motivation, die Leute mitnehmen, für die Sache begeistern und das ganze Projekt und dieses Unterfangen ins richtige Licht rücken. So, und bevor wir das einfach vorgeben, war unser Gedanke, lass doch mal gemeinsam überlegen und sammeln, wie funktioniert denn das? Wie gelingt es uns, jemanden von etwas, Projekten im Speziellen zu überzeugen? Und da gehe ich hier aus dem Präsentationsmodus raus und bin auf eure Beiträge gespannt. Nehmt gerne das Mikro, aktiviert das gerne oder nehmt den Chat her und gebt mal eure 2 Cent dazu. Eine richtige, relevante Frage ist vielleicht auch, wie gelingt es denn, dass man euch überzeugt? Wie überzeugt man dich? Und ich würde mal sammeln eure Gedanken und dann gucken wir mal, wie wir das systematisieren können. Ich denke, super Sammlung und im Detail finden wir sicherlich viele Geschichten, die dann so Unterpunkte werden oder wir könnten es noch clustern. Ich denke, die Übersicht gibt uns ein ganz gutes Feeling, wie wir da drauf schauen, wie wir uns überzeugen lassen, wie wir es angehen, andere von unserer Sache zu überzeugen, sich für das Projekt, das wir leiten, bei dem wir mitarbeiten, einzusetzen. Und das löse ich mal auf. Ich gehe wieder in den Vollbildmodus. Warum das jetzt für die Session so vehement relevant ist, nämlich um dieses Modell zu verstehen. Das Modell, was wir entwickelt haben, für Kollaboration im Größeren, also Zusammenarbeit, hat 2 Achsen. Von oben Mitte nach rechts gelesen sind es die 4 Phasen der Überzeugung. Die stelle ich gleich mal vor. Die basieren auf einem Konzept,
der Transaktionsanalyse, da geht es um Problemverständnis. Das kann man einfach ins Positive drehen, dann kommt man bei den vier Phasen der Überzeugung raus. Vom Eric Burns, vielleicht hat davon jemand schon mal gehört oder gelesen. Transaktionsanalyse ist ein Riesenkonzept. Und eine zeitliche Dimension. Und die ergeben die Grundstruktur. Und anhand der vier Phasen gehen wir es jetzt einfach mal gemeinsam durch. Und dann werdet ihr sehen, wie ihr euch da wo wiederfindet. Und was die zeitliche Dimension, wie die da reinspielt. Gehen wir es mal gemeinsam durch. Phase 1, ihr habt es selber gesagt, man will erstmal das Thema. Aber hilf uns einmal noch kurz zu verstehen, wie man damit überhaupt Meetings reduzieren kann. Das wäre sozusagen auf dem Zielmodell. Ja, du hast vollkommen recht, das ist ja das Ziel. ihr seht, Arbeitsfluss steht hier ganz unten mittig. Und viele Meetings, da werdet ihr mir wahrscheinlich recht geben, haben wir, weil wir unsere Hausaufgaben teilweise nicht gemacht haben, Projekte nicht sauber initialisiert sind. Der Klassiker ist häufig ein Zielbild. Es gibt kein klares gemeinsames Zielbild oder die Anforderungen wurden nicht vollständig beschrieben. Oder es ist noch gar nicht klar, wer eigentlich in dem Projekt arbeitet und wie das Rollenverantwortungsmodell aussieht. So eine Schieflage am Anfang führt dazu, dass wir das im Projektverlauf dann regelmäßig neu diskutieren müssen. Und wenn wir dann keine Vereinbarung treffen, sondern Larifari nur auf Situationen bezogen auseinandergehen, dann haben wir das regelmäßig, diese Abstimmungsrunden. Und drum ist es wichtig, dass wir einmal das Projekt ordentlich aufsetzen und deswegen eben auch uns vorher die anderen Elemente mal anschauen, bevor wir dann in den Arbeitsfluss reingehen, um dann zu sagen, okay, wenn ich meine Hausaufgaben gemacht habe und trotzdem viele Meetings immer noch habe, wie kriege ich denn die jetzt aufgelöst? Das ist die Idee, warum ich jetzt so weit aushole. Und ihr habt es ja vorhin selber gesagt, wir wollen abgeholt werden, wir wollen Gesamtverständnis haben, wir wollen wissen, worum es geht und einfach dieses Grundverständnis haben. Warum ist das relevant? Warum sollten wir uns damit beschäftigen? Wir erstmal als Gemeinschaft, als Unternehmen, warum sollten wir daran arbeiten, nicht an anderen Dingen? Und so erstmal ein gemeinsames Bewusstsein schaffen dafür, dass das Thema jetzt relevant ist für uns alle, bevor wir überhaupt sagen, wer beschäftigt sich damit. Und das hilft uns auch zu sagen, wie wir diese zeitliche Dimension zu verstehen haben. Wenn ich sage, Phase 1 ist gemeinsames Bewusstsein haben, auch so ein Zielbild, eine Zielausrichtung zu haben, eine gemeinsame, damit wir nicht blind im Nebel stochern, zu sagen, okay, bei der Initialisierung, das wäre die erste schräge Spalte hier, brauche ich eben die gemeinsame Zielausrichtung. Lasst mal ein Zielbild an die Wand malen, von wo nach wo, weg von, hinzu, um was zu erreichen. Das sind so die Schlüsselfragen. Dann, wenn ich das Haken dran habe, würde ich sagen, okay, dann lass uns das komplexe Projekt mal den Elefanten in Scheiben schneiden. Wir brauchen sowas wie einen Etappenplan oder einen Meilensteinplan. Und wenn wir den haben, dann wollen wir regelmäßig den Fortschritt kontrollieren. Klassischerweise machen wir sowas in einer Review. Und dann geht es darum, auf täglicher Basis miteinander zu arbeiten, abstimmungsarm, aber trotzdem abgestimmt. Und da hilft natürlich, damit wir nicht aneinander vorbeireden, zum Beispiel das Thema Visualisierung, weil es einfach mehr als 1000 Worte sagt. Und so ist dann eben diese zeitliche Achse hier zu verstehen, innerhalb der ersten Phase der Überzeugung, eben von Initialisierung bis Daily Doing, findet das immer wieder statt. Immer wieder stellen wir auf den Prüfstand, warum soll ich meine Energie dort reinstecken und nicht woanders? Ganz mal grundsätzlich, was hat denn das Unternehmen davon? Neben all den anderen Themen, die auf meinem Tisch liegen. Und dann haben wir schon den Sprung in Schritt 2. Jetzt fragen wir uns natürlich, was hat denn das mit mir zu tun? Holt mich mal ab. Was kann ich denn beitragen? Was ist mein individuelles, persönliches Verständnis, meine Bedeutung, mein Anknüpfungspunkt. Und da gibt es ein ganz interessantes Modell aus dem Züricher Ressourcenmodell, die Affektbilanz. Wir können uns über Schlüsselerfolge unterhalten. Eine Retro spielt da rein, bei der Kontrolle des Fortschritts immer wieder abzupassen, wie happy bin ich mit meiner Leistung, wie happy bin ich mit der Leistung des Teams, bis hin auch mal sich auskotzen dürfen bei einem Kaffeegespräch. Da merken wir, dass das Projekt individuelle Bedeutung hat oder nicht hat. Also hier in der Spalte hängt viel Motivation und eigene Ressourcen dran. Was triggert mich nicht, um meine Energie da reinzubringen. Um dann in Phase 3, ihr habt selber gesagt, über Leistbarkeit, Lösbarkeit, Good Practices. Gibt es was aus der Vergangenheit, Lessons Learned, auf die wir das aufbauen können?
Was sind die Lösungsalternativen? Okay, in welchen Aufgaben übersetzt sich das bis rein ins Daily, wenn wir uns täglich abstimmen? Wie machen wir es heute? Wie kommen wir heute einen Schritt näher zum Erfolg? Und das wollen wir erstmal sicherstellen, dass das lösbar ist, technisch machbar als auch leistbar. Und da reden wir schnell auch über Prioritäten und Ressourceneinsatz. Und habe ich überhaupt als Team, als Gemeinschaft die Ressourcen, das zu stemmen, je nachdem, was erwartet wird im Zielbild? Und Phase 4 ist dann das, wo ja die ganz entscheidende, wo alles kaputt gehen kann oder eben es richtig Drive aufnimmt, so ein Projekt. Jetzt sollen den ganzen Worten, bis dahin war es alles nur Lippenbekenntnis, auch Taten folgen. Also wenn jetzt erste Erfolgserlebnisse sich einstellen, und wir klar abgestimmt wirklich auch unsere Arbeit umsetzen, realisieren, im Daily Doing vorwärts kommen, die Wirkung spüren, die wir erzielen wollen, dann ist das die letzte Phase, die wir durchschreiten müssen, um zu sagen, yo, mit dem Projekt, da geht was vorwärts, da identifiziere ich mich mit, da nehme ich meine Verantwortung an. Ownership ist da sicherlich ein Riesenbegriff. Und vor allen Dingen brauche ich nicht jeden Tag neu motiviert zu werden und den Kontext verstehen müssen, worum es hier geht, sondern kann antizipieren, mitdenken, vorausdenken, auch als Projektmitarbeitender, auch wenn ich nicht Leiter dieses Projektes bin, kann ich Ideen entwickeln, wie wir es noch effizienter machen, wie wir noch besser uns auf Änderungen einstimmen. Und das ist das Entscheidende hier. Und jetzt spürt ihr auch, ganz häufig haben wir Grundsatzdiskussionen, auch im späteren Verlauf vom Projekt, und müssen eigentlich wieder ganz oben links ausholen und nichts ist mit Arbeitsfluss. Doch in den Arbeitsfluss wollen wir jetzt mal reinzoomen. Ihr seht jetzt auf jeden Fall, warum das 4 hoch 2 heißt. Da ergeben sich jetzt also aus dieser zeitlichen und Überzeugungsdimension 16 neuralgische Handlungsfelder hier im Kollaborationsmodell. Am Ende teilen wir mal einen Link, da könnt ihr gerne, das ist im Prinzip ein Fragenkatalog, die Fragen beantworten und kriegt automatisch zurückgeschickt eine Einschätzung, wo in eurem Projekt eine Schieflage drin ist, wo, wenn ihr noch besser werden wolltet, ihr ansetzen müsstet. Und ich würde sagen, ab jetzt lassen wir es wirklich bunt werden. Jetzt war viel weiß auf blau. Wir zoomen mal rein in den Arbeitsfluss. Gesetzt dem Fall, wir haben alle unsere Hausaufgaben gemacht. Fragen bis hierher? Cool. Ihr habt vielleicht auch entdeckt, das ist nicht alles neu ausgedacht. Ne? Ihr habt, wenn ihr euch mit Scrum schon mal beschäftigt habt, ein Review und Retro entdeckt, das geschulte Auge hat Design-Thinking-Elemente gesehen. Wir haben aus dem Coaching Elemente drin, also das Ganze ist ein bisschen als Best-of zu verstehen. Mhm. Aber auch als gesamthafte Perspektive auf das Thema Zusammenarbeit. Und man wird nicht immer alles brauchen, aber jedes Projekt und jede Zusammenarbeit kommt mal an einen Punkt, wo man sagt, okay, jetzt klappt es vielleicht nicht so rund. Und man merkt, die Arbeit gerät ins Stocken, man verliert vielleicht das Ziel aus den Augen, man befindet sich irgendwie im Nebel. Und da ist eben die Idee zu sagen, mir hilft dabei so ein Konstrukt mal zu überlegen, wo ist denn vielleicht was im Argen? Wo muss ich vielleicht mal methodisch ansetzen und meine Methodenkenntnis in das Projekt, in die Zusammenarbeit bringen, um da vielleicht mal zu reflektieren und die Zusammenarbeit auf ein neues Niveau zu bringen? Gut, Frank schreibt noch, ich bin noch nicht sicher, ob es die Ursache anspricht, die bei mir zu vielen Meetings führt. Bin ich gespannt. Wir gehen mal tief rein, mal gucken, ob die Ursachen jetzt purzeln. Tillmann, ich stoppe mal das Screenshare und bitte dich, nimm uns mal tief mit rein in den Arbeitsfluss und wie wir den gestalten können, sodass wir nicht unterbrochen werden oder aus diesen Meetings rauskommen, die uns eher die Zeit rauben. Im Prinzip geht es doch um das, oder? This entire meeting could have been an email. Das ist ein Beispiel, ne? Das ist Scherz gemeint, aber vielleicht eine Geschichte dazu. Ich hatte ja vorhin erwähnt, dass ich als Unternehmensberater immer noch arbeite, Chris damals darüber kennengelernt habe. Und ich hatte kurz vor der Pandemie einen Kunden, bei dem ich jede Woche Montag bis Donnerstags war, lange angereist und dann
in einem Glaspalast Montag bis Donnerstag war. Es ist ein, muss ich vorstellen, wirklich ein Hochhaus und eine tolle Konferenzzone, so, wo man wirklich von einem Bediensteten seinen Cappuccino an den Platz bekommt in jedem Meeting und seinen O-Saft oder Cola, was man sich auch sonst wünscht. Und jedes Meeting hat damit begonnen, mit der Frage, worum geht es hier eigentlich? Bitte präsentieren Sie das doch mal nochmal für uns. Und die Entscheidungen vom letzten Meeting wurden schon ganz vergessen, sodass halt die Zeit eigentlich nie ausgereicht hat. Und am Ende des Meetings war, wir brauchen auf jeden Fall nochmal einen Folgetermin. Klären Sie bitte mit meiner Assistentin, wann das möglich ist. Und meistens war es dann in mehreren Wochen erst wieder möglich, wo dann das ganze Spiel von vorne gestartet hat. Ne? Weil natürlich die Entscheidungen und die Ideen des letzten Meetings vergessen wurden. Und man hat sich wieder an dem gleichen Punkt bei einem schönen Cappuccino, aber man hat sich da wiedergefunden in der Konferenzzone. So, und die Frage, die sich da natürlich stellt und die Frustration, die sich auch bei mir aufgebaut hat, ist, könnten manche Dinge nicht einfach auch anders erledigt werden als mit einer E-Mail? Weil sicherlich die Zusammenarbeit auch anders funktioniert als nur in Meetingräumen. Und ich bin mir sicher, dass ihr da auch viele Ideen und Dinge auch schon im Alltag tut, aber man findet sich, glaube ich, auch immer mal wieder in so einer Art von Meeting wieder. Ne? So, bevor wir jetzt da schon in die Ideen springen, die wir mitgebracht haben, die wir vielleicht zusammen noch finden können, wir glauben, dass moderne Zusammenarbeit anders funktioniert. Und uns ist das wichtig, hier vielleicht auch einen bewussten Bruch zu setzen. Manche von euch finden sich schon wieder in einer Welt, wo man sagt, okay, das empfinden wir als moderne Zusammenarbeit. Aber wir glauben, es gibt eine Art der Zusammenarbeit, die wir eigentlich nicht mehr als modern empfinden und die wir auch nicht mehr so haben wollen. Wir wollen eigentlich nicht mehr uns nach langer Reise physisch irgendwo treffen, um dann in einer gewissen Ineffizienz zusammen zu sein. Das heißt aber trotzdem, wir müssen überlegen, wie wir Aufgaben aufteilen, wie wir uns koordinieren, wie wir zusammen sprechen. Das ist nach wie vor erforderlich, wahrscheinlich sogar mehr als denn je, weil die Arbeit immer vernetzter wird. Aber wir suchen nach einer modernen Form der Zusammenarbeit. Ja, absolut. Und ich habe mal an Studien gesucht zu der Frage. Und da gibt es zumindest eine, die sagt, durchschnittlich heutzutage besteht die Arbeit aus Zusammenarbeit zu circa 50%, die haben es natürlich noch ein bisschen spezifischer sich angeschaut. Und da sieht man eben, dass das technische Berufe etwas weniger sind, dann administrative mehr, Manager natürlich nochmal her. Und gerade bei Führungskräften ist es natürlich ein sehr hoher Anteil, beziehungsweise hängt die Zusammenarbeit sehr stark von Zusammenarbeit ab. Und man ist abhängig von anderen. Das heißt, in Summe verstanden, wir müssen, und das ist ein Teil der normalen Arbeit, dass man zusammenarbeitet. So, dann ist die zweite Frage, zu wie viel Prozent besteht denn eure Zusammenarbeit aus Meetings? So, vielen Dank, dass ihr da geantwortet habt. Und wir kommen bei ca. 60% raus. Da sieht man an diesen kleinen dunklen Spikes oder hellblauen Spikes im Hintergrund, ein paar von euch haben das auch so bei 30-40% bewertet, viele um die 50-60% und ein paar sogar 80-90%. Das ist natürlich schon sehr viel Zusammenarbeit. Und hier habe ich auch mal geschaut, was gibt es denn da für Studien oder was gibt es denn für Empfehlungen für besonders produktive Zusammenarbeit? Und da gibt es eine, die hat sich angeschaut, wie denn Top-Performer ihre Zeit verwenden und haben eben herausgefunden, dass es da circa 45% individuelle Arbeit ist, 45% Zusammenarbeit und 10% Learning und Socializing. Frage mal in die Runde. Ich meine, da waren jetzt ein paar dabei, die sagen, okay, ich habe sogar vielleicht nur 30% Meetings. Ich habe vielleicht aber auch 90% Meetings. Ist denn, also gerade, mich würde das interessieren, bei denjenigen von euch, die jetzt 80-90% angegangen haben, ist das dann noch, seid ihr noch im Top-Performer-Spektrum? Seid ihr dann noch in eurem Optimum? Also bei mir... Also ich habe einen relativ hohen Wert angegeben, wobei ich es tatsächlich jetzt nicht so sehr als Meetings gesehen habe. Also ich hocke jetzt nicht 90% in Meetings, aber die Zusammenarbeit ist einfach so stark, weil, naja, ein Projekt ist ja nun keine One-Man- oder One-Woman-Show, sondern mit Menschen für Menschen.
Und das geht auch nur, wenn da halt wirklich mit den Menschen kommuniziert wird, wenn zusammengearbeitet wird. Also das geht nur mit einem Miteinander. Dass da auch Meetings dabei sind, ja, aber jetzt auch auf anderem Wege jetzt, also unabhängig von Meetings, so hatte ich das für mich aufgefasst. Ja, also Abhängigkeit von der Arbeit mit anderen ist essentiell. Wir haben gesehen, hängen alle von der Zusammenarbeit mit anderen ab. Gibt es noch weitere Meinungen? Oder mich würden vor allem nochmal die... Bitte. Also ich habe auch eine sehr hohe Zahl angegeben und aufgrund meiner Aufgabe würde ich auch davon ausgehen, dass die Quote so hoch bleibt. Und für mich macht es gar keinen Sinn, 45% in individuelle Arbeit zu stecken, weil ich einfach mit anderen Architekten, ich bin im Bereich Enterprise-Architektur unterwegs und das würde bedeuten, dass ich irgendwo im Elfenbeinturm irgendwas aufmale, was ansonsten keinen interessiert. Und das war auch so ein bisschen der Punkt, den ich eben in den Chat geschrieben habe. Also mein Hauptproblem ist, dass die Meetings per se sehr ineffizient sind. Also ich werde trotzdem mehr Meetings haben, nur ich hätte gern mehr Ergebnisse pro Meeting. Ja, und die Punkte sind dann so Sachen wie, es ist nicht durch eine E-Mail erledigt, aber zum Beispiel macht es keinen Sinn, wenn 20 Leute in dem Meeting sitzen, in dem nur 5 gebraucht werden. Und das hat was mit Ownership zu tun, so aus meiner Denke, ja, diese Ursachengeschichte hat was damit zu tun, dass es in Teilen hip geworden ist, mit 20 Leuten in Meetings zu sitzen, weil man halt in Meetings sitzt, vor allem remote. Ja, was soll ich sonst machen? So, das ist so mehr so meine Denke und das matcht nicht so ganz mit den Punkten, die ihr adressiert. Die ihr sagt, die Sachen sind zwar da richtig, aber das ist nicht mein Problem zumindest mal. Ich finde es spannend, ich erlebe das zumindest, dass häufig Leute eingeladen werden, weil die könnten ja eine Rolle spielen oder es wäre gut, wenn die da das mitbekämen. Sie wären gerne informiert oder involviert, genau. Ja, wo ich sage, ja, aber das ist dann nicht ihr Job. Und die Frage ist, die Informationsverbreitung über Meetings die richtige Form? Eine valide Frage, ja. Ich finde es ja auch interessant, wenn wir uns hier die Torte angucken und ich mich dann in Meetings reinversetze, wie oft trotz Meeting individuell gearbeitet wird, also alle ihren Laptop dabei haben und irgendwas da reinhacken und machen und tun, weil das Meeting per se, wie Frank schon sagt, nicht effizient aufgesetzt ist oder Teilnehmende einfach ihren Bezug nicht spüren, warum sie da jetzt gebraucht werden, aber vielleicht doch die eine Information noch kommt und sich entweder nicht trauen zu gehen oder wissen, ja, die kommt noch, ich muss es nur aussitzen oder nicht gut integriert werden in die Diskussion. Das ist es ja eigentlich, was so richtig wehtut, dass da gar keine Zusammenarbeit im Meeting stattfindet, dass Zusammenarbeit nicht gleich Meeting bedeutet. Das wäre ja noch der Good Case, wenn sie dann sich mit ihren Sachen beschäftigen, aber häufiger sehe ich, dass die Leute meinen, ihre Meinung kundtun zu müssen, obwohl sie vielleicht nicht die treibende Kraft sein sollten. Ich finde das super spannend, Frank. Bitte. Ja, ja, vielleicht noch ein anderer Aspekt. Ich denke, es hängt schon sehr stark auch von der Rolle und von der Aufgabe ab. Es ist für mich nicht per se negativ, viel Zeit in Meetings zu verbringen. Also wenn es zum Beispiel meine Aufgabe als Scrum Master ist, ein Team durch die Scrum-Events zu führen und zu begleiten, dann ist es einfach ein wesentlicher Bestandteil meiner Arbeit. Ich würde gerne einen Aspekt noch mit reinbringen, den ich jetzt sehe mit dieser moderneren Ausrichtung, dass verschiedene Rollen angenommen werden können. Und zwar Rollen im Sinne von Arbeitsleistung zu erbringen. Beratungsleistung, Arbeitsleistung, tatsächliches Skripte schreiben, wie auch immer. Wenn die verschiedenen Rollen angenommen werden können, dann sind natürlich die Personen, die verschiedene Rollen auch annehmen können, stark gefragt. Termine mit denen zu finden, ist schwierig. Das heißt, es gibt, ich nenne es mal, Kernpersonen, also nicht Kernteams, sondern tatsächlich Kernpersonen, ein besseres Wort fällt mir gerade nicht ein, die in verschiedenen Meetings tatsächlich sinnvoll eingesetzt werden. Auf diese ist für den Fortschritt der Arbeit ist deren Beteiligung auch immens wichtig. Die haben dann von 9 bis 15 Uhr Meetings und um 16 Uhr oder 15 Uhr 30 können die dann anfangen zu arbeiten.
Also da wüsste ich nicht, wie man die aus den Meetings rausbringt, weil sie halt verschiedene Rollen in verschiedenen verschiedenen Themenbereichen haben, aber denen nicht gerecht werden können. Und wenn sie dann die Arbeit anfangen, dann ist eigentlich der ganze Tag schon vorbei. Das ist vielleicht eine schöne Erkenntnis auch, die man rausziehen kann. Es ist sicherlich die Rolle ein bisschen unterschiedlich, aber eigentlich brauchen alle auch ein bisschen Zeit für individuelle Arbeit. Alle brauchen sicherlich Zeit für Zusammenarbeit und man braucht auch mal ein bisschen Zeit für Socializing und Learning und sonstige Themen. Auch sozusagen, auch wenn man da besonders gefragt ist in seiner Rolle. Und auch muss man darauf achten, es gibt natürlich, Sonja, wie du es wahrscheinlich auch denkst, an so ein paar Individuen, die so Top-Performer sind oder so im Netzwerk sehr zentral sind, die überall eingeladen werden, die überall gebraucht werden vielleicht auch. Da muss man natürlich auch sehr stark aufpassen, dass die nicht überfordert und überfrachtet werden. Also es hat viele Aspekte, die da irgendwo mitspielen. Wir werden nicht alle lösen können, also zumindest jetzt heute nicht in den 2 Stunden. Und wir werden da auch nicht alle Probleme der Welt jetzt betrachten können. Aber ich glaube, das gibt uns nochmal so ein bisschen so einen Rahmen, den wir betrachten. Auf ein Thema möchte ich noch eingehen. Frank, du hattest das kurz im Nebensatz erwähnt, das Thema, sind die in dem Meeting sitzen, haben die eine gewisse Ownerschaft auch da? Sind die die Richtigen, die dabei sitzen? Das sind so Themen, die wir, warum der Chris auch so weit ausgeholt hat. Weil ich glaube, wir werden ein paar Themen jetzt auch in der nächsten halben Stunde nicht lösen können, weil zum Beispiel das Zielbild woanders stattfindet, das ist eher sozusagen oben bei der Zielausrichtung, das Thema Ownership und Wertströme und Zuordnung ist eher an anderen Stellen. Das heißt, da gibt es viele Probleme, die man lösen muss, bevor man eigentlich in einem Meeting sitzt und bevor man sich eigentlich darüber bewusst wird, ob das Meeting das richtige Wahl der Kollaboration ist. Aber deswegen hat Chris auch nochmal ein Stück weit ausgeholt und wir wollen jetzt mal ein Stück weiter reinzoomen und zwar in das Thema Arbeitsfluss. Genau, da habe ich noch einen Kommentar. Bitte. Die Frage ist ja, wie bringen wir jetzt das Know-how dieser Know-how-Träger oder deren Entscheidungskompetenz ein, ohne dass es ein Meeting sein muss. Also wie können die sich anders einbringen? Weil Sonja ja sagte ja, die sehe ich, die brauche ich in dem Meeting. Ohne die geht es ja gar nicht, weil sie entweder Wissen haben oder was entscheiden können, was andere nicht können. Wie können sie es trotzdem einbringen? Also Know-how und Entscheidungsbefugnis ist ja nicht an Meetings gekoppelt. Ich glaube, darauf läuft jetzt alles hinaus. Und in Summe, je besser wir das Thema Arbeitsfluss beherrschen in unserer Zusammenarbeit, desto erfolgreicher sind wir und desto effizienter mit unseren Meetings. Und um gleich mal 2 Dinge auszuräumen, Arbeitsfluss bedeutet auch, dass Abstimmungen erforderlich sind. Also in unserer Welt, wo wir moderne Zusammenarbeit haben, wo wir so viel voneinander lernen und uns austauschen müssen, sind Abstimmungen erforderlich und Unterbrechungen sind auch vorprogrammiert. Da werden wir nicht drum herum kommen. Die Frage ist, wie kriegen wir das bestmöglich hin? So, der Gegenteil von Arbeitsfluss, das, was wir versuchen zu reduzieren, ist eigentlich die Störung. Und ich bringe da mal ein paar Ideen mit rein, die wir dann anschließend diskutieren können. Das erste ist das Thema Störungen, die uns aus dem Arbeitsfluss reißen. Und es ist ja so, dass wenn wir so eine enge, intensive Zusammenarbeit haben, dann erfordert das sehr viel Interaktion und sehr viel Austausch von Arbeitsergebnissen, von Fragen, die wir haben, von Informationen, die wir verteilen, von Dialogen, die wir führen müssen. Und es braucht in der engen Interaktion, in der engen Zusammenarbeit braucht es viel Interaktion, auch um Missverständnisse auszuräumen und Ideen auszutauschen. Und auch ein wichtiger Aspekt ist das Thema Beziehungsbildung. Das hatten wir jetzt noch gar nicht so sehr besprochen, aber jedes Mal, wenn wir auch miteinander sprechen, bilden wir unsere Beziehung, positiv wie negativ. Ne? Aber natürlich ist es, je intensiver auch ein Austausch ist und natürlich auch mal mit einer informellen Komponente, ist es auch immer ein Beziehungsbildungsaspekt. Das heißt, wir können auch das Thema Meetings nicht pauschal verteufeln. Weil natürlich, wenn wir alle immer nur einzeln bei uns am Rechner sitzen würden und nur noch per Textnachricht miteinander kommunizieren, dann fehlt uns auch da ein Aspekt. Also das müssen wir auch mit betrachten. So, das heißt, wir haben Störungen. Und Störungen haben zwei wichtige Dinge. Das erste ist, dass wir auch andere stören. Ne?
Das heißt, wir stören andere, sobald wir eigentlich einen Informations- oder Gesprächsbedarf haben, sobald wir zum Telefonhörer greifen und jemanden anrufen, haben wir die Gefahr, andere zu stören. So, oder auch wir gehen an den Arbeitsplatz, wenn ihr die Situation habt, ob gewünscht oder ungewünscht, ich finde es eigentlich mittlerweile ganz schön, mal wieder im Büro zu sein und auch mal einfach an den Arbeitsplatz zu gehen von einer Kollegin oder einem Kollegen und einfach mal zu fragen, wie geht's dir? Oder auch, statt auf eine E-Mail zu antworten, mal bei jemandem vorbeizugehen und die Antwort persönlich vorbeizubringen. Aber wir sind damit Unterbrecher, ne? Das heißt, wir stören den Arbeitsfluss anderer. So, und auch da, um schon mal wieder einen Ausblick zu geben aufs Meeting, wenn wir ein Meeting einstellen, dann stören wir zu dem geplanten Zeitpunkt auch den Arbeitsfluss unserer Kolleginnen und Kollegen, ne? Das heißt, das Schlechte ist ja sozusagen schon, dass wir überhaupt das Meeting zu einer festen Uhrzeit einstellen und dann im schlimmsten Fall noch ineffizient durchführen. So, die zweite Perspektive der Störung ist natürlich das Thema, dass wir uns auch stören lassen. Wir sind eigentlich, Tür und Tor ist offen, dass wir uns stören lassen. Das heißt, unser eigener Arbeitsfluss ist jederzeit in Gefahr. Zum einen, wenn natürlich Notifications reinkommen, wenn das Handy klingelt, wenn wir immer mit einem halben Auge aufs E-Mail-Postfach schielen und immer wenn irgendwo ein Icon aufpoppt, dann tatsächlich auch mal aufs Postfach schauen, weil es könnte ja dringend sein, es könnte ja was Wichtiges sein. Und natürlich, die Großraumbüros der heutigen Zeit sind natürlich auch, laden dazu ein, dass man sich stören lässt. Durch Geräusche, durch Kolleginnen und Kollegen, die vorbeikommen am Arbeitsplatz. Und ja, Chris, du hast ein Zitat mitgebracht, um sozusagen das Thema Störung da nochmal abzurunden. Ja, genau. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe festgestellt, dass ich mich immer häufiger weggesperrt habe, richtig gehend. Ich habe Meetingräume gebucht für mich alleine, um dort in Ruhe mal an was zu arbeiten. Und irgendwann bin ich bei der Maya Storch im Buch auf dieses Zitat gekommen. Ruhe findet man nicht irgendwo, wo es besonders leise ist, sondern in Tätigkeiten, die uns erfüllen, wenn wir gleichzeitig nicht befürchten müssen, dass uns jemand dabei unterbricht. Und da habe ich mich dann voll wiedererkannt, weil genau so ist es. Viele Tätigkeiten fange ich gar nicht erst an, weil ich weiß, ich habe jetzt nur eine Viertelstunde, dann geht das nächste Meeting los oder weil ich immer wieder unterbrochen werde und es schon weiß, wenn ich ins Büro gehe, brauche ich daran nicht arbeiten. Und dann schieben sich manche Tätigkeiten Stück für Stück für Stück, obwohl sie wichtig sind und ich weiß, sie werden dringend, ewig hin. Manchmal mache ich sie gar nicht und meistens werden sie, weil ich wenig Zeit habe, nur unglaublich schlecht, beziehungsweise ich sage, sie sind schlecht, weil ich statt einen Tag, wo ich mal hätte dran arbeiten können, um all das einzubringen, was ich tatsächlich habe, nur irgendwie eine Dreiviertelstunde zwischen Tür und Angel hatte. Und ich finde, darauf kommt es im Endeffekt an, auf eine Situation, die wir schaffen müssen, in der ich nicht befürchten muss, unterbrochen zu werden. Dann kann ich überhaupt erst in den Arbeitsfluss reinkommen. Das war für mich so eine Schlüsselerkenntnis, die stark gezeigt hat, warum ich mich da wegsperre. Also Chris, was meinst du? Einfach weniger kommunizieren, oder? Ja, das ist die Erkenntnis, die ich dann hatte. Eine gewisse Verfügbarkeit gehört ja schon dazu. Also wie finde ich da eine Balance? Wie mache ich es anderen deutlich? Und vor allen Dingen, wie schaffe ich erstmal mit gutem Vorbild, ihr habt es selber vorhin gesagt, voranzugehen und andere nicht unterzubrechen, sondern so zu kommunizieren, dass die in ihrem Fluss bleiben und ich nur dann störe, wenn das dem Fluss dient, meinem oder unserem gemeinsam. Und da können wir mal reingucken. Was wir wirklich vermeiden wollen, sind diese suboptimalen Kommunikationsformate. Das klingt so ein bisschen sperrig, aber in Summe heißt das natürlich nicht weniger kommunizieren, aber besser oder bessere Zusammenarbeitsformate wählen. Also Kommunikation erfordert Unterbrechung. Es ist total in Ordnung und es muss aber dem Anlass gerecht werden. Also präzise gewählte Unterbrechungen machen einen Unterschied. Wir brauchen eigentlich damit vor allem klare gemeinsame Regeln für den Umgang mit Kommunikationsformaten. So, da würde ich kurz nochmal gerne irgendwie ein, zwei Stimmen von euch hören oder einen Beitrag im Chat. Macht das so für euch Sinn? Ist das eine bekannte Perspektive? Ist das eine neue Perspektive? Was überrascht euch? Also ich finde die Punkte gut und schlüssig.
es ist trotzdem so die Frage, ne, manche Bereiche, wie zum Beispiel Krisenkommunikation, da kommt man da nicht aus und dann heißt es jetzt brennt und jetzt löschen. Und da ist halt die Frage, wenn man wirklich in so einem Bereich drin ist, wie geht man damit um? Absolut. Und ich glaube, das hat zwei Perspektiven. Ne? Die eine ist, was ist denn unsere gemeinsame Regel für den Umgang, für den Normalfall? Also wie wollen wir denn im Alltäglichen uns sozusagen ein stabiles Fundament der Kommunikation geben? Und auch, wie gehen wir in Ausnahmen um? Ne? Wie gehen wir in dem, ich meine, nicht nur ein Haus brennt mal, sondern vielleicht auch das Projekt und vielleicht geht es mal in unserer VUCA-Welt auch mal richtig schief und dann müssen wir vielleicht auch die Regeln aussetzen und mal die Ausnahme gelten lassen. Aber trotzdem ist auch die Frage, wie wollen wir eigentlich im Alltag miteinander umgehen? Also beides auch, ne? Dass man da auch einen Fahrplan hat, auch wenn es mal brennt, okay, dann gibt es aber trotzdem einen Fahrplan, wie man vorgeht, damit es jetzt nicht unnötig vielleicht noch in die Länge zieht. Ja, absolut. Gibt es noch eine Stimme? Ja, aus dem Chat sehe ich, hat Frank was geschrieben. Da würde ich gerne, wenn jemand noch mal kurz, vielleicht kann er noch mal kurz was dazu sagen, würde ich gerne drauf eingehen. Ja, Chris, kannst du es? Ich sehe gerade den Chat nicht. Genau, also. Frank schreibt, mich wundert, dass man gemeinsam geplante Meetings als Unterbrechung sieht. Ich könnte was zu sagen, aber mich würde euch interessieren. Empfindet ihr geplante Meetings als Unterbrechung? Also wenn ich mal davon, also sind ja zwei verschiedene Dimensionen. Das eine ist, wenn ich mal davon ausgehe, dass man unnötige Meetings eliminiert, dann ist ein geplantes Meeting keine Unterbrechung, sondern ist halt das Optimum, was man erreichen kann. Man plant halt ein Meeting. Das heißt, ich kann meine Arbeit drumherum sortieren und dann werde ich natürlich nicht unterbrochen. Wenn jemand natürlich sagt, ich stelle jetzt dir einfach ein Meeting ein in 15 Minuten, ja, ich meine, das wäre jetzt eine Regel, die ist einfach. Ne? Ansonsten wäre ein geplantes Meeting gut vorbereitet, ja eigentlich genau der Gewinn, den man für diese Zusammenarbeit, diesen Infofluss sich verspricht. Ja. Also ja, es ist eine Unterbrechung. Ich muss meine Arbeit unterbrechen, um auch die Impulse von den anderen, die ich brauche für meinen Fortschritt, zuzulassen. Und finde ich genau richtig, wie ihr es seht. Ich glaube, das ist diese präzise, geplant und gewählte Unterbrechung ist dann super, wenn es dem Anlass gerecht wird. Wenn es eine unnötige Unterbrechung ist oder vielleicht auch zu einem ungünstigen Zeitpunkt oder sehr spontan ist, dann natürlich nicht. Und wenn es dem Anlass auch nicht gerecht wird, auch nicht. Ich glaube, auch ein geplantes Meeting, dafür muss man auch im Zweifel von seinem Arbeitsplatz aufstehen oder die Arbeiten, an denen man sonst arbeitet, auch kurz unterbrechen. Aber wenn es natürlich gutes Meeting ist, gut vorbereitet, gut durchgeführt, effizient, man kriegt die Ergebnisse, dann ist es gerecht gewesen, dass man dafür auch andere Arbeiten unterbricht. Und da kommen wir auch wieder ein bisschen auf das drauf zurück, dass es klare und gemeinsame Regeln gibt, eben im Umgang mit diesen Kommunikationsformen, die man wählt. Und ich glaube, wenn das dann auch alle gleichermaßen im Team nutzen, es ist natürlich die Frage, reden wir jetzt von einem Team, was nur 10 Personen ist oder eben ein ganzes Unternehmen, wo verschiedene Abteilungen, also es gibt ja unterschiedlichste Varianten an Projekten, die groß oder klein sein können und dann ist es halt auch mal schwieriger. Ne? Und ich glaube, die Challenge, warum wir jetzt, also ich kann jetzt eigentlich nur für mich sprechen, ich habe mehr eine Challenge, diese Meetings zu minimieren, wo mehr Leute dabei sind und ich versuche das irgendwie mit anderen Möglichkeiten noch zu umschiffen, sage ich mal. Ja, super. Manuela, da können wir gerne gleich nochmal genauer drauf eingehen und uns vielleicht mal gemeinsam überlegen, wie die Anzahl der Teilnehmer potenziert natürlich genau diese Unterbrechung, weil es einfach viele Leute sind, die unterbrochen werden. Und es potenziert ja auch, dass es nicht mehr als gemeinsames Meeting wahrgenommen wird. Dann sind wir wieder bei der Überzeugung, dieses Wir ist dann schnell weg, weil wir kriegen es dann einfach eingestellt für ein One-on-One, kurz Rücksprache. Ja, das Meeting braucht es und der ist noch mit dabei, habe ich ja mit allen gar keine Zeit mehr. Da würde ja die Organisation tierisch lang dauern. Was passiert also häufig? Es wird geguckt, wann hat der einen freien Slot oder die, ah, okay, dann lade ich jetzt einfach mal pauschal ein. Und ich glaube, unter denen leiden wir dann am allerehesten, die dann auch noch die Lücken füllen.
und einfach Meetings einstellen, ohne dass wir jetzt den Kontext haben, ohne dass da eine Agenda drin steht, ohne dass wir für uns merken, okay, das hat eine Relevanz und Tragweite und es braucht auch den Dialog. So rennen wir dann häufig in Meetings und wissen auch gar nicht, worum es geht. Gut. Gibt es noch einen Beitrag? Noch eine Idee? Eine Frage? Sonst würde ich mal auf die Lösungsseite übergehen. Und zwar haben wir natürlich selber die Schmerzen erlitten und Chris und ich haben uns überlegt, was können wir denn jetzt tun? Was können wir denn jetzt für gemeinsame Regeln schaffen für genau diesen Umgang mit Kommunikationsformaten? Wann ist denn welches Format angemessen? So, und dazu würde ich gerne zwei Dimensionen in den Raum stellen oder mitbringen, und zwar Raum und Zeit. Und zwar mit der Idee, dass wir uns überlegen, welche Rolle spielt denn der Raum als gemeinsamer Raum und die Zeit als gleichzeitig oder gemeinsame Zeit, die wir verbringen. Weil, überlegen wir nochmal im Thema Zeit, zeitversetzt. Also zeitversetzt heißt einfach, wir sind nicht gleichzeitig, wir kollaborieren, wir sind in einer Zusammenarbeit, aber die ist zeitversetzt. So, zeitversetzt heißt, wir haben die Ruhe und den Freiraum, das zu machen, wann und wie wir wollen. Wir können uns damit beschäftigen, wann wir wollen. Aber es hat natürlich immer die Gefahr, dass es einen Zeitversatz hat. Das heißt, wir können nicht direkt Stellung nehmen, wir können nicht direkt fragen. Und die andere Seite ist zum Beispiel das Thema zeitgleich. So, jetzt passt es, Chris. Das Thema, wenn wir zeitgleich in der Zusammenarbeit sind, dann sind wir ja zusammen sozusagen, haben eine gewisse Art der Zusammengehörigkeit, weil wir sind jetzt da zusammen gleichzeitig und machen das, aber wir haben gegenseitig uns gegebenenfalls unterbrochen. Ja? So, wenn man jetzt überlegt, zeitversetzt, was fallen euch für Zusammenarbeitsformate ein? Das ist gerade noch so ein bisschen abstrakt, vielleicht kriegen wir da so ein, zwei Beispiele dazu. Was ist ein zeitversetztes Zusammenarbeitsformat? So abstrakt das gerade klingt. Hört euch was ein? Ja, ich habe gerade ein ganz aktuelles Beispiel dazu. Ich hatte von einer Kollegin ein Dokument weitergeschickt bekommen zum Review hatte dann so viele Dinge nicht verstanden, anders verstanden, als es sich am Ende dann heute in einem gemeinsamen Meeting herausgestellt hat. Und wir konnten dann heute viel besser das Dokument überarbeiten, als wenn ich ihr, also ich bin tatsächlich dann auf sie zugegangen und habe gesagt, du, hör zu, ist es besser, lass uns ein Meeting machen, damit wir die Dinge nicht hin und her schicken, via E-Mail, was auch immer, und dann haben wir es einmal gleich richtig geklärt. Und das ist genau das, was du gerade erzählt hast. Toll. Und das ist genau das, ne? E-Mail als zeitversetztes Format. Heißt, wir haben den Freiraum, die zu lesen, wann wir wollen. Ne? Und wir schicken die auch manchmal mit dem Gedanken, reicht ja, wenn der Kollege oder die Kollegin es morgen früh liest. Oder am nächsten Montag oder nach dem Urlaub. Das heißt, da entstehen Freiräume. Aber die Gefahr ist, dass man einfach da gewisse Missverständnisse entstehen, weil nun mal irgendwie manchmal schwer ist, zwischen den Zeilen oder zwischen den PowerPoint-Folien da die Interpretation richtig zu verstehen. Ja. Günther, du holst schon aus. Ich wollte nur sagen, also mir als Techniker ist klar, bei zeitversetzter Kommunikation muss ich auf das Acknowledge warten. Ja, wer RS-232 Schnittstellen noch kannte, als es die noch gab, eine Signalleitung war für das Acknowledge, also Meldung angekommen und komplett empfangen. Also die Prüfsumme der Nachricht hat auch gestimmt. Das heißt, es wurde auch verstanden, was gesendet wurde. Und man konnte eben die entsprechende Anordnung dann eben technisch auch ausführen lassen vom Gerät. Und genauso ist es eben hier mit der zeitversetzten Kommunikation. Es kann sein, dass ich erst Tage, Stunden, Wochen später erst erfahre, wurde denn das überhaupt erst einmal empfangen? Da kann man eventuell noch mit Lesebestätigungen arbeiten, aber die sind ja auch leicht auszutricksen bei den E-Mails. Selbst wenn ich die asynchrone Kommunikation, also wenn ich den Chat, der an sich ein synchrones Kommunikationsmittel
so als erdacht worden ist als solches, ja, dazu missbrauche und sage, ich stelle halt das hinein, sehe ich auch nicht, wann es wirklich gelesen wird. Ja, also auch das ist eigentlich eine asynchrone Kommunikation und findet eben nicht zeitgleich statt, sondern eben zeitversetzt. Und da kann eben auch dann das zu Missverständnissen führen, weil ja nicht gleich gesagt werden kann, halt, ich verstehe das jetzt nicht ganz, was du mir da mitteilen willst. Ich verwende die zeitversetzte Kommunikation eigentlich nur als Höflichkeitsanfrage, darf ich dich dann und dann um 2, 5, 20 Minuten oder vielleicht sogar mal um 2 Stunden oder auch einen Tag lang der Zusammenarbeit bitten. Gar nicht jetzt eben ein Meeting, sondern wirklich bitte um Zusammenarbeit, weil ich will ja was tun. Ich will ja nicht nur irgendwie quatschen. Wenn ich das will, dann sage ich, ja, wir gehen heute am Abend auf ein Bier. Ja? Wenn das ich vorhabe zu quatschen. Ich finde, das ist eine super, super Sache, Günther. Du nutzt sozusagen die zeitversetzte Kommunikation, also die Anfrage für dann ein späteres zeitgleiches Format, weil du weißt, genau, du unterbrichst dann, ja, aber dann kann zumindest dein Gegenüber den Zeitpunkt der Unterbrechung wählen oder zumindest Vorschläge oder Wünsche äußern. Super spannend. Genau, ja. Oder super eben sagen, ich will von dir nichts wissen, lass mich doch in Ruhe. Genau, ich hab zu tun, genau. Ja, und ich erlebe das auch. Also wenn man mit der IT, wenn man mit Programmierern zu tun hat, wenn der irgendwo drinnen steckt, und ich kenne das von mir selber, weil ich es halt selber auch mal gemacht habe, ja, bitte, dann will ich da doch nicht rausgerissen werden. Bei mir zu meiner Zeit waren es halt noch die blöden Telefone, wo dann wirklich auch mal eines in der Ecke gelandet ist. Ja. Da gibt es ja auch diese ganze Idee des Flows, ne? Und ja. der hat so einen kryptischen Namen, Miyagi oder so ähnlich, der das Buch über Flow geschrieben hat. Und natürlich ist auch unser Kapitel, was hier Arbeitsfluss heißt, sehr nah angelehnt an das Thema Flow. Also super Idee. Ich wollte noch ein kurzes Beispiel sammeln von euch zum Thema zeitgleiche Zusammenarbeitsformen. Was ist ein typisches zeitgleiches Zusammenarbeitsform? Die Antje hat quasi das Gegenteil. Die Sprachnachricht ist zeitversetzt und zeitgleich wäre dann der direkte Anruf, dass wir miteinander reden, so wirklich, in echt. Ja. Ja, und das kennt man auch. Ist tatsächlich, die Sprachnachrichten sind super, aber wenn man da was nicht versteht in der Sprachnachricht, dann ist das auch schwierig, dann ist das ein ganz schönes Ping-Pong. Ne? Und zeitgleich Telefonanruf. Schönes Beispiel für ein zeitgleiches Format. Man telefoniert real-time zusammen. Oder auch wie natürlich, ich meine, wie wir jetzt hier zusammen sind, das ist auch ein zeitgleiches Format. Ja. Gut. Für mich manchmal auch die Kaffeepause oder Mittagspause, wo man auch ab und an auf Arbeitsthemen kommt. Absolut, absolut. Und das ist auch was, was tatsächlich beziehungsbildend ist, ne? Dass man sagt, komm, wir essen was zusammen, dann besprechen wir da unser Anliegen, haben das Thema der Zusammenarbeit, Zusammengehörigkeit und die Unterbrechung für ein Mittagessen. War ja sowieso geplant am Tag. Ne? Also so eine schöne Kombination, ja. Gut, ich würde mal einen Schritt weitergehen, weil das ist sozusagen ja die Zeitdimension und jetzt würde ich gerne auf die Raumdimension kommen. Thema gleicher Raum. Gleicher Raum ist natürlich was, was Wertschätzung erzeugt. Man muss ja oft auch den Raum wechseln, um in den gleichen Raum zu kommen. Ne? Das heißt, man geht vielleicht zu jemandem hin oder empfängt jemanden. Man ist gemeinsam irgendwo an einem Ort, man hat irgendwo eine gewisse physische Nähe, aber es kostet natürlich Aufwand und natürlich hat man gegebenenfalls auch Transferkosten. Gerade wenn ihr mit Kundinnen und Kunden zu tun habt, die vielleicht auch nicht in der gleichen Stadt oder im gleichen Gebäude sind. Es gibt ja auch große Unternehmen, die viele verschiedene Standorte haben oder auch Gebäude wechseln muss, dann ist es oft auch ein Zeichen der Wertschätzung, dass man den Weg auf sich genommen hat. Oder man fordert das natürlich auch entsprechend ein, wenn man zu sich einlädt. So, und die andere Perspektive ist das Thema anderer Raum. Also Zusammenarbeitsformate in unterschiedlichen Räumen reduzieren natürlich den Transferaufwand. Klar, man muss nicht extra irgendwo etwas überwinden und dafür zahlen. Aber andererseits ist die Gefahr der Geringschätzung. Also man kann sich vorstellen, dass wenn es etwas Wichtiges gibt, etwas, was besonders hohe Bedeutung hat und man sagt dann, das können wir auch in einem Anruf klären, dann ist das vielleicht dem Anlass nicht gerecht. Aber auch da nochmal was. Weil sich das ja mit Corona relativiert hat, oder? Es hat sich relativiert,
Und ich würde da gleich schon mal so ein bisschen einen kleinen Spoiler setzen. Es gibt ja auch was dazwischen, oder? Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Aber ich finde ja, dass virtuelle Räume durchaus einen Kompromiss darstellen dazwischen. Und das, finde ich, haben wir gerade in Corona jetzt gemerkt, dass man manchmal auch mit einer geschickten Wahl eines räumlichen Kompromisses da durchaus auch, ich sag mal, beides etwas abfedern kann. Aber vielleicht nochmal ganz kurz, bevor wir da reingehen, habt ihr noch Beispiele für Zusammenarbeitsformate im gleichen Raum? Was fällt euch noch ein? Was sind typische Zusammenarbeitsformate im gleichen Raum? Ich bin jetzt mal ketzerisch und sage, das, was wir hier gerade betreiben, ist die Zusammenarbeit im gleichen Raum. Auch wenn es nicht der physisch gleiche Raum ist, aber es ist das Beispiel für Zusammenarbeit im gleichen virtuellen Raum. Genau. Finde ich ein super Beispiel. Und da ist für mich keinerlei Geringschätzung dabei. Ja. Sondern ganz im Gegenteil. Ich fühle mich sehr wertgeschätzt, auch von allen, die hier sind. Da finde ich eigentlich den Raum, der ist eben auch ein virtueller Raum, nicht ganz nur genau. Ein physischer. Ganz genau. Und ich glaube, das hilft, wenn man auch diesen virtuellen Raum ausgestaltet. Sei es durch so ein Mentimeter, was wir gemacht haben. Chris, wie du da auch ein paar Sachen mitgeschrieben hast. Ihr kennt sicherlich Miro und Mural und Concept Board und so weiter, wie sie alle heißen, dass man da auch vielleicht einen wirklichen sozusagen Whiteboard gemeinsam als physischen virtuellen Raum hat. Das hilft natürlich, ja. Manuela. Wobei ich auch virtuelle Räume erlebt habe, die ich eben nicht hoch in der Wertschätzung empfunden habe, weil schon allein in dem Unternehmen eine Kamera nicht angestellt wird. Also das ist etwas, das kann ich gar nicht gern leiden. Ich habe immer meine Kamera an, wenn ich in ein Meeting gehe. Oder ich versuche es zumindest, sie anzumachen. Ja. Man rutscht dann wieder auf die rechte Seite, ne? Das reduziert vielleicht den Frisieraufwand und den Kleidungsauswahlaufwand. Aber es ist oder es ist eine Schutzfunktion. Weil ich sag mal, das habe ich tatsächlich erlebt, dass die Kamera nicht aus Protest nicht angeschaltet wurde oder aus Geringschätzigkeit, sondern tatsächlich als Schutzfunktion, weil um Kommentare zu vermeiden, was den Raum oder das Outfit oder die Ausstattung oder das Büroform oder das ist halt alles unterm Dach, solche abfälligen Bemerkungen, die sind tatsächlich in einer Gruppe mal von Führungskräften gefallen und daraufhin war die Kamera nie wieder an. Das ist sehr schade, weil ich finde, das ist natürlich ein Problem auf einer ganz anderen Ebene und sollte sich nicht auf solche Meetings ausweiten. Gerade auch Meetings, wo man vielleicht nicht so die wichtigste Rolle drin spielt und dann die Kamera nicht anhat, da bin ich mir dann auch nicht sicher, hört mir der andere zu? Ich finde Augenkontakt extrem wichtig. Ich finde auch wichtig zu sehen, Gestik, Mimik und ich bevorzuge momentan in unserem Unternehmen tatsächlich die hybriden Formen. Also wir haben die Möglichkeit, in ein großes Sitzungszimmer zu gehen und an der virtuellen Zoom-Sitzung darüber teilzunehmen. Und dann sitzen wir halt zu 10 um den Tisch drum herum und die anderen sind dann aus dem Homeoffice und weiß ich woher zugeschalten. Und das wiederum finde ich dann sehr, sehr angenehm und kann das dann auch ertragen, wenn die anderen die Kamera nicht anhaben. Das sind tolle Beispiele dafür, wie man im Prinzip doch in anderen Räumen sein kann, aber trotzdem, ich sag mal, durch die technischen Möglichkeiten etwas weiter rücken kann zu den Vorteilen des gleichen Raums. Ich glaube, das haben wir super verstanden, dass es da etwas auch dazwischen gibt. Und wenn wir jetzt hier über dann sozusagen die gemeinsamen Regeln der Zusammenarbeit sprechen, die wir uns möglicherweise geben oder auch diese prototypischen Zusammenarbeitsformen, müssen wir immer verstehen, dass es doch auch immer Kompromisse gibt, hybride Formen oder eine Virtualisierung von Dingen, was durchaus die Nachteile abmindert und ein paar der Vorteile der anderen bringt. Ich finde auch, es hat einen Charme, nur ein ergänzender Gedanke noch dazu, gerade wie ihr es jetzt auch beschrieben habt, es lässt sich halt im virtuellen Recall-Kontext sehr leicht um Konflikte drumherum manövrieren.
indem ich die Kamera ausmache und eben nicht so sichtbar bin und nicht so erlebbar, wie ich es im gleichen Raum physisch wäre. Und das, denke ich, auch eine Gefahr, dieses In-Between. Es ist immer noch ein Kompromiss, es ist nicht ganz dasselbe. Und Konflikte lösen in einem virtuellen Raum, in einem anderen Raum. Wir kommen, glaube ich, noch drauf bei einem Beispiel, so Feedback-Situationen. Die Präferenz wäre bei mir, der ja Beziehungen immer in den Vordergrund steckt, ganz arg auf gleicher Raum. Das ist unersetzbar und es gibt keine Alternative. Gut, super. Ich würde mal einen Schritt noch weitergehen. Und zwar jetzt mit der Überlegung, wir haben ja gesagt, wir wollen Unterbrechungen gezielt setzen. Wir wollen uns möglicherweise bei der Zusammenarbeit gemeinsame Regeln überlegen. Wann macht denn welches Format besonders Sinn? Wann wird das dem Anlass gerecht? Und wir haben dazu einen Vorschlag mitgebracht. Und zwar eine 5-Schritt-Folge, wie wir ein Format wählen können. Das heißt, in 5 Schritten zum hoffentlich perfekten Format zum Anlass. So, und wir sehen den ersten Schritt da drin zu bewerten. Hier, das ist rechts unten, das ist vielleicht ein bisschen klein, deswegen erläutere ich es. Erster Schritt wäre es, den Gesprächsbedarf sich zu überlegen. Ist der Gesprächsbedarf entweder hier sozusagen auf der links unten Seite, ist es eher ein Informationsaustausch. Also möchte ich eine Information senden oder suche ich eine Information? Oder ist der Gesprächsbedarf auf der anderen Seite eher das Thema Dialog? Ich suche vielleicht einen Dialog oder habe ich sogar einen Appell? Das war vorhin auch die Idee mit im Sinne von, ich habe so eine Art Alarm. Ich habe sozusagen einen Notfall oder ich möchte etwas wirklich mit einer hohen Bedeutung in die Welt bringen. Das heißt, Schritt 1 ist es, den Gesprächsbedarf zu bewerten. Der führt mich zu Schritt 2, zu der Wahl des zeitlichen Formats. Also ist es entweder zeitversetzt mit den Vor- und Nachteilen, die wir besprochen hatten, oder ist es zeitgleich mit den Vor- und Nachteilen, die wir überlegt hatten. So, mit der Idee, wir geben uns sozusagen gemeinsam die Regel, im Normalfall, wenn wir Informationen suchen oder senden möchten, nutzen wir ein zeitversetztes Format. Und wenn wir einen Dialog uns wünschen, suchen wir ein zeitgleiches Format. So, jetzt hatten wir schon gesagt, da gibt es vielleicht auch was dazwischen. Und zwar ist bei dem Zeitlichen, da hat man noch nicht drüber gesprochen, das Thema zeitnah. Zeitnah ist das, was wir zum Beispiel erwarten, wenn wir eine Chatnachricht schreiben. Wenn wir in Teams oder WhatsApp oder sonstigen Messenger-Diensten etwas schreiben, dann erwarten wir eine zeitnahe Rückmeldung. Bei einer E-Mail ist es oft bei vielen in der Zusammenarbeit schon auch eine hohe Erwartung hinsichtlich der Antwortgeschwindigkeit. Aber man verzeiht ja meistens, auch wenn vielleicht einen Tag später geantwortet wird. So, und die Idee ist aber, sich zu überlegen, grundsätzlich als gemeinsame Regel, wenn wir Informationen senden oder suchen, einigen wir uns auf zeitversetzte Formate. Wenn wir einen Dialog uns wünschen oder einen wirklichen Appell haben, dann bevorzugen wir zeitgleiche Formate. Dann gehen wir mal auf die zweite Achse. Das war das Thema mit dem Raum. Und hier sozusagen Schritt 3, wir sprechen hier über eine Tragweite, eine unmittelbare Tragweite. Ist das etwas, was eine hohe Tragweite hat, zum Beispiel für den Erfolg unserer Zusammenarbeit, für das Resultat, für das wir kollaborieren, für das, was wir gemeinsam ja gestalten wollen, wo wir am Ende hinwollen? Wenn das eine hohe Tragweite hat, mein Anliegen, dann bevorzugen wir den gleichen Raum. Wenn aber die Tragweite etwas geringer ist, das vielleicht nicht so eine hohe Auswirkung hat auf den Erfolg oder unseren gemeinsamen Zweck der Zusammenarbeit, dann bevorzugen wir vielleicht auch Formate mit unterschiedlichen Räumen. So, auch da können wir natürlich wieder überlegen, gibt es da vielleicht einen Kompromiss oder ist es auch sozusagen der Transfer oder der Aufwand, der dahinter steckt, vielleicht nicht so hoch, dann finden wir vielleicht auch einen virtuellen Raum dazwischen oder wir machen mal eine Ausnahme, aber in der Regel versuchen wir sozusagen die Tragweite zu bewerten und danach den Raum zu bewerten. Weil ja zum Beispiel auch das Thema Raumwechsel immer auch mit Kosten verbunden ist. Sei zeitliche Kosten oder tatsächlich monetäre Kosten. So, und legen wir mal beide übereinander. Und dann sehen wir eigentlich, dass der Schritt 5 dazu kommt. Und zwar Schritt 5 der Wahl des Interaktionsformats. Das heißt, wenn wir jetzt wirklich es geschafft haben, uns für eine zeitliche Achse zu entscheiden und für eine räumliche Achse zu entscheiden, dann können wir eigentlich da in eins der 4 Felder reinpicken
und uns überlegen, welches Format steckt denn da drin. Und um das Ganze jetzt vielleicht ein bisschen greifbarer zu machen, können wir vielleicht nochmal gemeinsam überlegen, was da für Beispiele drinstecken. Ein paar stecken schon drin, vielleicht habt ihr noch weitere Ideen. Womit fangen wir an? Fangen wir mit der 1 an, mit dem Gesprächsbedarf. Wir wollen vielleicht was senden oder suchen eine Information, aber die hat vielleicht eine hohe Tragweite. Wir hatten ja vorhin das Beispiel mit dem Dokument zur Review. Ne? Das heißt, da haben wir vielleicht was wir senden wollen, aber das hat vielleicht eine hohe Tragweite, aber wir wissen vielleicht noch nicht, dass ein Dialogbedarf ist. So, dann könnten wir uns überlegen, dass wir tatsächlich im gleichen Raum da nochmal einen Zettel hinlegen. Also wir haben das Thema Zettelnotiz. Man legt vielleicht nochmal ein Post-it an den Tisch und sagt, bitte, das ist total wichtig, werf da mal ein Auge drauf und wenn du Fragen hast, ruf mich gerne dazu an. Oder wir haben natürlich das Thema Whiteboard in vielen Räumen noch. Vielleicht machen wir dann eine Skizze dazu, vielleicht hinterlassen wir da eine Botschaft. Vielleicht haben wir auch Poster, viele, die mit Scrum arbeiten und vielleicht physisch ja die Möglichkeit haben, haben vielleicht sogar ein Kanban-Board an der Wand hängen oder einen Kalender an der Wand, wo man vielleicht nochmal ein Ausrufezeichen hinterlässt. Aber wir sagen halt, senden und suchen von Informationen, wenn sie eine hohe Tragweite haben, machen wir im Prinzip eine Nachricht sichtbar. Wir versuchen, die Aufmerksamkeit dafür zu erregen und möglichst denselben Raum zu suchen. Soweit so gut. Wenn wir Informationen senden und suchen und sagen, hey, aber die Tragweite, die unmittelbare, ist vielleicht gar nicht so hoch, dann gibt es ganz viele Möglichkeiten, Informationen auffindbar zu machen. Das heißt, wir machen die Information auffindbar als E-Mail, als Chatnachricht, als Sprachnachricht. Vielleicht ist es auch wirklich nur ein Newsletter oder ein Blogpost, den ich irgendwo sende. Das hat vielleicht nicht eine ganz hohe Bedeutung, aber falls jemand da mal nach sucht, dann ist das auffindbar für ihn oder sie. Oder viele, die vielleicht mit Jira oder ähnlichen Systemen arbeiten, mit Trello oder Plannerboard bei Microsoft. Auch da kann man ja Dinge auffindbar machen. Da kann man vielleicht seinen Status hinterlegen. Da kann man vielleicht Anhänge dranhängen, Kommentare ergänzen. All diese Dinge, um da vielleicht Informationen auffindbar zu machen, die vielleicht gesendet oder empfangen werden wollen, aber nicht so eine hohe Tragweite haben, wenn sie auch nicht gefunden werden. So, dann vielleicht nochmal das Thema Dialogappell. Ich habe einen Gesprächsbedarf, ich brauche den Austausch und das hat eine hohe unmittelbare Tragweite. So, und da empfehlen wir natürlich zu sagen, okay, wir treffen uns persönlich. Das heißt, wir machen eine Besprechung, wir machen einen Jofix, wir haben vielleicht sogar eine Konferenz, wenn es die Tragweite sogar so hoch ist, dass da so viele Personen dabei sind. Es gibt vielleicht auch ein Training oder ein Vier-Augen-Gespräch. So, und wenn wir natürlich einen Dialog haben, aber die Tragweite ist vielleicht nicht so hoch, dann reicht vielleicht ein Anruf. Früher gab es mal einen Pager, ist vielleicht auch im Augenzwinkern zu sehen, aber die moderne Variante ist dann vielleicht auch eine Sprachnachricht oder Ähnliches. Aber wir suchen möglichst zeitgleiche Formate zu finden, die aber nicht denselben Raum erfordern. Darf ich mal eine provokante Frage stellen? Bitte, gerne. Macht man das nicht eigentlich schon alles intuitiv? Wenn es wichtig wird, dann rufe ich gleich entweder an oder ich rufe gleich an und sage, lass uns zu diesem Thema, das ist jetzt so eskaliert oder wie auch immer so wichtig und so bedeutsam, wir müssen uns treffen. Das ist doch eigentlich Intuition. Also, und das Schöne ist ja, wenn ich ja kurz darauf antworten darf, eben, ich glaube, dass das absolut oder hoffentlich der Intuition entspricht, aber manchmal muss man sich da auch in der gemeinsamen Zusammenarbeit darauf einigen. Und dafür ist es sozusagen hier mal verbildlicht, dass wir sagen, okay, ich habe jetzt vielleicht als beobachtet, dass wir Meetings verwenden für Dinge, die vielleicht nicht so eine hohe Tragweite haben, dass wir vielleicht zum Informationen senden oder empfangen in Meetings gehen, wie wir es vorhin besprochen hatten, dann ist es sozusagen, dann entspricht das vielleicht ja auch nicht unserer Intuition. Und lass mal drüber sprechen und wir hängen uns mal dieses Poster an die Wand oder diskutieren das mal durch. Deswegen das hier verbildlicht. Ja, danke. Also vielleicht noch als Ergänzung, die Richtung, was ich mache, wenn ich was Dringendes habe, die ist noch intuitiv, aber es gibt durchaus viele Leute, denen ist nicht bewusst, dass die Antwort auf eine E-Mail kein Telefonat sein sollte. Ja, manche sind einfach so, ja, ist doch einfacher, wenn ich telefoniere. Ja, für die geht das Gegenüber schon. Aber ja, wenn ich eine E-Mail schicke, würde ich erwarten, dass man halt nicht zurückruft, sondern halt, ne, eine E-Mail schreibt.
Und da merkt man, das ist ein tolles Beispiel, da merkt man den Bruch hinsichtlich der Tragweite und ja auch dem Gesprächsbedarf. Das heißt, ich breche auf einmal von einer Information, die ich eigentlich mit einem Gesuch an Informationen oder Senden von Informationen beantwortet bekomme, mit in einem Dialog, der auf einmal aufgebaut wird. Und damit breche ich irgendwo zumindest diese Zeitbarriere und störe und habe dann genau diese Unterbrechung, die ich mit dieser zeitgleichen Format dadurch erzeuge. Ja, tolles Beispiel. Ja. Aber das kann ja von Sender und Empfänger unterschiedlich gesehen werden, ja. Korrekt. Und dadurch entsteht sowas. Korrekt. Da haben wir auch das nächste Extrem. Ich kenne Beispiele, wo ich eine E-Mail schreibe und dann kriege ich eine Einladung, in der drin steht, erklär mir mal, was in der E-Mail steht. Dann haben wir den Bruch noch drastischer. Und ich wollte kein Meeting, ich wollte wie Frank auch eine Antwort auf meine E-Mail, Punkt. So, und aber dann liegt das Problem ja wahrscheinlich woanders, dass ihr euch nicht verstanden habt. Und dann sind wir wieder ganz am Anfang. Hat man denn überhaupt am Anfang schon überlegt, welche Kommunikationswege wählt man, wie löst man Probleme, wer ist der richtige Ansprechpartner für was, etc. pp. Ich glaube, es sind einfach auch verschiedene Typen. Manche Leute, die lieben es, zum Hörer zu greifen. Andere, die lieben es, asynchron zu kommunizieren, weil sie dann vielleicht mehr gleichzeitig wuppen können. Ich kann beides verstehen, aber wenn diese Personen schon zusammenkommen, dann clasht's. Dankeschön auch für deinen Link. Ich hoffe, das dann lesen zu können, weil das ist sehr spannend, was du eingestellt hast. Falls ja, das die anderen noch nicht so drauf waren. Am Rande ist nur relevant. Weil das ja jetzt auch gerade auf das trifft, was du meinst. Ja. Jeder hat eine andere persönliche, bevorzugt unterschiedliche Kommunikationswege. Das merke ich sogar bei mir selbst auf Arbeit, dass ich auch mal rasch via Skype for Business Dinge schreibe und die anderen damit noch recht überfordert sind. Ne? Also das eben, jeder ist da doch ein Stück auch anders dann. Mhm. Das ist super. Ich finde das ja toll. Und ich glaube, das ist ja auch das, was Chris und ich ja auch möchten, ist diese Unterschiedlichkeit, diese Individualität, diese unterschiedlichen Bedürfnisse. Aber wenn wir sehr unterschiedlich sind, dann müssen wir uns umso mehr, glaube ich, auf diese Kommunikationsformate einigen. Weil umso mehr, je unterschiedlicher wir sind, desto mehr muss man sagen, okay, im Normalfall, wie wollen wir denn umgehen? Wir können durchaus sagen, für auch Dinge mit niedriger Tragweite greifen wir häufiger mal zum Hörer, weil uns das wichtig ist. Wir wollen Missverständnisse gleich vorab vermeiden. Wir wollen auch da eine gewisse, ich sag mal, immer auf dem Laufenden bleiben, immer wissen, wie es uns gegenseitig geht und so weiter. Aber wir müssen uns einig sein. Wir müssen uns auf dieses Kommunikationsformat geeinigt haben, auch wenn es, ich sag mal, hier jetzt so einem Standardmodell dann widerspricht. Und ich wünschte mir ja auch, dass dann die Leute realisieren, gerade wenn der Verteiler größer wird, die haben unterschiedliche Präferenzen, das sind unterschiedliche Typen. Ich kann jetzt keine große E-Mail an alle schreiben, weil wenn ich dann allen gerecht werden wollen würde oder es zumindest versuche, wird sie sehr, sehr lang, diese E-Mail. Oder ich will auch nicht, dass das in einem Meeting endet, wo ich mal alle einlade und wo sich dann jeder sein Paketchen raussucht, was da für ihn relevant ist, sondern dass wir dann realisieren, nee, die Massen-E-Mail wird es nicht, ich nehme mir jetzt Zeit und differenziere das und schreibe nicht Geschäftsführung, Teamleitung und Teammitgliedern und Projektleitung dieselbe E-Mail, sondern nehme mir die Zeit, das zu differenzieren. Auch wenn es vielleicht nicht effizient auf meiner Seite aussieht, weiß ich, dass es die anderen als effizienter empfinden werden und keine Störung darstellt oder ihre Präferenz nachkommt. Und mit der Präferenz kommt ja auch häufig ein, wenn ich mich treffen möchte, dann will ich diese Wertschätzung, dass man mir die gegenüber entgegenbringt zum Beispiel. Da hilft die Matrix, glaube ich, brutal, diese Differenzierung klarzumachen. Gibt es noch Ideen? Kannst du noch mal genau sagen, wozu? Weil jetzt habe ich den Faden ein bisschen verloren. Worauf also, sich die Frage bezieht. Mich würde noch interessieren, vielleicht auch Ideen hinsichtlich Formate. Also seht ihr noch Zusammenarbeitsformate, die ihr für eine gewisse Raum-Zeit-Kombination vielleicht besonders gut findet, besonders treffend? Habt ihr gute Erfahrungen gemacht?
Ich hätte da noch etwas, das geht zurück auf den Anfang, und zwar zum Zielbild. Aha. Und zwar gibt es da eine alte Methode, die durch Ministerien in Entwicklungsländern eingesetzt wurde, die aber vor allem bei hochkomplexen Herausforderungen extrem gut funktioniert. Und zwar geht es darum, am Anfang eines Projektes die betroffenen Gruppen zusammenzubringen, Vertreter der Gruppen, und dann gemeinsam, nicht im Detail, aber auf einem relativ hohen Niveau, ein ausführbares Solution Framework zu identifizieren. Und dazwischen, dazu gehört auch das Zielbild. Und da gibt es hier ein extremes Beispiel. Ich wohne in den Niederlanden. Da war ein Riesenprojekt, 20.000 Bauern, Politik, verschiedene Organisationen im Hintergrund, die mussten unbedingt einen Virus bekämpfen, der die Kartoffelernte angefahren hat, landesweit. Und alle waren in endlosen Diskussionen festgefahren. Und da wurde die Methode eingesetzt, nach ein paar Workshops war das Problem gelöst, wurde eines der erfolgreichsten Projekte. Und wenn es dann um Meetings geht, das ganze Projekt wurde nur durch 1,5 FTEs geleitet, hat einen kleinen Bruchteil dessen gekostet, was normalerweise der Fall war. Das Ganze wurde möglich, ja, weil auf eine ko-kreative Art und Weise die Gruppen zusammengeführt worden sind und diese gemeinsam das Solution Framework entwickelt haben. Das wurde dann selbst organisierend. Das ging so weit, das hat man nicht für möglich gehalten, dass letztendlich die Wissenschaftler auf die Bauern gehört haben. Ja. Das, wo normalerweise die Polizei hinter den Bauern herlaufen sollte, um ja, befallene Pflanzen zu vernichten, ja, die Bauern haben sich gegenseitig informiert und geholfen, andere auf mögliche Herde der Krankheit aufmerksam zu machen, sodass sie sich schnell verbrennen konnten. Ja, das war schon erstaunlich. Und das hat gigantisch viele Meetings überflüssig gemacht, muss man sozusagen. Und ich glaube, da liegt auch ein Stück weit der Schlüssel drin, eine gute Kombination zu finden. Also eine clevere Wahl der Formate, auch in einer gewissen Kombination. Und das finde ich toll, Eugen, wie du das sagst, dass da auch das physische Meeting am Anfang gerade so wichtig ist, weil das ja auch eine hohe Tragweite hat für den Erfolg. Ne? Das kann man nicht wegdrücken. Da reicht eine reine Senden von Informationen einfach nicht aus, ne? Wenn es eine hohe Tragweite hat. Ja. Darf ich da noch mal kurz drauf eingehen? Erstmal ganz herzlichen Dank, Eugen, dass du das so mitteilst, weil ich finde das sehr, sehr spannend. Ich habe jetzt gerade erst kürzlich an meinem Unternehmen eine Tagesweiterbildung gemacht im Prozessmanagement. Und für mich hört sich das recht ähnlich an, wo man tatsächlich vor dem Start oder ja vor dem Start eines Projektes sich mal vielleicht auch eben mit allen Beteiligten zusammensetzt und erstmal ein gemeinsames Gedankenbild und ein Zielbild formuliert. Und für mich ist das auch ein Stück weit Prozessmanagement, was man, also ich weiß, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe weder noch gelernt, weder Projektmanagement noch Prozessmanagement, aber für mich als Laie, sage ich mal, klingt das sehr ähnlich und ist ein guter Starting Point, sag ich mal, um Projekte sinnvoll aufzusetzen. Absolut. Also ich kann nur sagen, mit der Methode ist es möglich, die Erfolgsaussichten von Projekten drastisch zu verbessern. Traditionell oder agil, macht nichts aus. Und auch für mich war es so, früher ja, gab es keine Methode. Es war Teil der Kultur, in der ich gearbeitet habe. Später hat sich herausgestellt, es gibt tatsächlich eine Methode und wir haben so ziemlich dasselbe gemacht. Ja, das war, ja. Ein gesunder Menschenverstand. Ein Artikel oder ein ähnliches oder vielleicht ein Begriff? Sie ist so alt, dass da kaum was zu finden ist, aber wenn ihr auf Wikipedia auf Goal-Oriented Project Planning sucht, die englische Version, da ist ein kurzer Artikel. Ich habe selbst eine kleine Zusammenfassung, eigentlich zwei Seiten, um kurz zu erklären, wie es ist, aber das müsste ich dann kurz ausführen.
Vielleicht mag jemand von euch oder du, Eugen, das schnell in den Chat posten, dann haben wir es für alle noch verfügbar. Aber vielen Dank dafür. Super. Klingt nach einer tollen Kombination, ne, dieser Formate, ja, und also, schon ein Change, ja, Management, was dahinter steckt, oder Transformation in Summe. Sehr toll. Toll. Ja. Ich bin auch überlegen, Eugen, ob wir daraus mal eine Session machen. Ja. Dass du es einfach mal mitbringst und forschen. Ja, können wir machen. Mhm. Keine Frage. Ich werde es mal eben suchen. Super. Also die Methode an sich, die zu erklären, ist ziemlich einfach. Nur sie zu erlernen, ist etwas schwieriger. Weil sie, Teile sind allgemein bekannt, aber die wirklich interessanten, die werden üblicherweise anders gemacht. Und zwar, um ein Beispiel zu geben, oft gibt es ja Issues auf Englisch, oder es gibt Probleme. Die identifiziert man, da macht man einen Problembaum. Aber der Trick hier ist, die veränderbaren Situationen, die veränderbaren Ursachen dahinter zu identifizieren. Und dann wird es möglich, die zu lösen. Wenn man das nicht macht, nee, dann wird es früher oder später Probleme geben und wieder extra Meetings. Aber wenn man die macht auf einem hohen Niveau, und ich kann jetzt sagen, wir hatten ein Beispiel, die interne Kommunikation, globales Governance und so fort in einem sehr großen Unternehmen. Wir haben dies angewandt. Es war enorm komplex. Mit den üblichen Vorgehensweisen war es nicht zu lösen. Da sind wir hingegangen. 6 Grundursachen und 52 Issues, die sich dahinter befanden, wird ausreichend, um die Situation zu verstehen und das Solution Framework zu finden. Also, ja, klingt total gut. Chris, dann musst du echt mal überlegen, ob du mit Eugen mal den nächsten Brückenbauertag. Du hörst starten. Von mir. Klingt auf jeden Fall nach einem spannenden Vorgehen. Also super, sehr schön. Wir haben ja, wie versprochen, noch 4 konkrete Ideen mitgebracht, Meetings zu reduzieren. Weil der Grund, warum wir hier beisammen sind, ist ja das Thema, wir wollen ein Stück weit ineffiziente Meetings reduzieren, vielleicht auch die Zahl an Teilnehmern in Meetings reduzieren. Und da würde ich gerne ein paar Dinge euch noch mitgeben und gerne von euch vielleicht auch noch Tipps und Tricks erfahren. Weil ich glaube, das ist ja auch eine tolle Kombination von Leuten mit vielen Ideen. Das erste ist die Idee eines Amazon-Meetings. Und jetzt weiß ich nicht genau, ob jemand von Amazon zufällig hier in der Runde ist oder schon mal bei Amazon gearbeitet hat. Dann wird er oder sie das vielleicht wieder erkennen. Und zwar ist es so, dass Jeff Bezos irgendwann mal für sich beschlossen hat, wir haben so viele ineffiziente Meetings, es wird so viel Zeit in Präsentationen gesteckt, um diese dann in so viel Zeit vor so vielen Leuten zu präsentieren. Lass uns doch mal eine neue Form einbringen. Und die wird mittlerweile global bei Amazon verwendet. Und zwar, das sind diese Narrative Memos. Die Idee hier ist es zu sagen, wir nehmen einen Teil der Meetings oder Meetingzeit, die man sich persönlich trifft, und machen die eher bei einem gemeinsamen Raum als Nachricht sichtbar. Und zwar funktioniert das so, dass eine sogenannte Narrative Memo geschrieben wird. Das sind im Prinzip in Schriftform geschriebene Dokumente, keine Bilder oder nur Bilder, wenn es wirklich als Diagramm nötig ist, aber vor allem primär als in Schriftform gefasstes Dokument, was dann am Anfang von großen Meetings in der stillen Zeit gelesen wird. So, das hat natürlich den Vorteil, dass alle, die in dem Meeting sitzen, auf ein geschriebenes Dokument schauen, sich das durchlesen können, den gleichen Informationsstand haben und dann sofort in eine Diskussion einsteigen können, wenn das verstanden wurde und gelesen wurde. So, jetzt muss man sich überlegen, das ist kulturell nicht bei allen so umsetzbar. Deswegen wäre so unsere Empfehlung oder Kompromiss, noch viel stärker in Pre-Reads zu setzen, beziehungsweise auch Teile einer Präsentation als Memo oder als E-Mail, als Text, also kann auch ein Word sein, vorab zu schicken, um damit die Vorabinhalte schon vorzubereiten, dass im Prinzip dieser Frontalvortragsteil eines Meetings rausgezogen wird, sondern Meetings dann verwendet werden können, um die Zeit für den Dialog zu verwenden. So, wenn das natürlich nicht möglich ist, oder das Vertrauen nicht da ist, dass alle sich die Dinge vorab anschauen und lesen, ist natürlich dann das ganz spannend, wie es bei Amazon gemacht wird, dass dann wirklich dieses Doc-Review, die Zeit am Anfang des Meetings dafür verwendet wird, zu lesen, statt sich einen Vortrag anzuhören, der vielleicht ja auch etwas blendet durch Rhetorik oder der durch besonders bunte Bilder oder nicht so bunte Bilder schon da irgendwo eine Wertung bekommt.
Hat da jemand von euch schon mal Erfahrung mitgemacht? Nein. Also ich denke, wenn es als Strategie wirklich so ausgerollt wird, dann kann ich es mir vorstellen. Ansonsten sehe ich auch eher den Effekt, es gibt Leute, die das immer wieder mal versuchen, vorab Informationen zu verteilen. Mhm. Und dann hat es vielleicht ein gewisser kleiner Prozentsatz dann auch wirklich durchgelesen. Ich denke, da ist wirklich die Hürde, ne? Dass man das ins Bewusstsein kriegt der Leute. So gehen wir hier jetzt vor. Das gehört dazu. Die Zeit dürft ihr euch auch nehmen und sollt ihr euch nehmen. Das ist ja oft auch aus Zeitdruck, wenn man von Meeting zu Meeting hüpft. Ne? Kann man ja schlecht was vorher jedes Mal durchlesen. Absolut. Genau. Absolut. Und ich glaube, deswegen hat Amazon das auch eingeführt als Doc-Review-Zeit, dass man wirklich in der gemeinsamen Zeit, wo man auch im gemeinsamen Raum sitzt, dann wirklich Lesezeit hat, weil natürlich die Gefahr immer besteht, dass man nicht die Zeit gefunden hat, vorab sich das durchzulesen. Das finde ich richtig gut. Habe ich auch so noch nicht erlebt. Da sind wir auch schön bei dem, was ihr im Chat geschrieben habt, wegen Bring- und Hohlschuld, dass solche Prinzipien einfach global vereinbart werden müssen oder in einem Projekt gemeinsam vereinbart werden müssen. Sonst entsteht ja dieses Chaos und unterschiedliche Erwartungshaltung. Ja, ich dachte, du schickst mir vorher was vor. Und die anderen dachten, ich wollte mir das eigentlich irgendwo ziehen oder wir machen das im Meeting. Dann entsteht ja das Chaos. Also ich praktiziere das auf eine gewisse Art und Weise, nur was hier wiederum sehr nach eben Jeff Bezos aussieht, gleich sechsseitige Dokumente da zu verschicken. Mir passiert sowas hin und wieder mal, dass ich ein zweiseitiges Dokument da verfasse und verschicke. Da habe ich schon die Erfahrung gemacht, das wird einfach nicht gelesen. Ja? Ja. Oder bestenfalls mal ein Viertel davon. Ja? Und welches Viertel ist dann schon fast nicht mehr zu sagen, weil manche lesen quer, dann ist das Viertel irgendwie ganz verteilt, manche lesen nur den ersten Teil. Aber mehr als eine A5-Seite, sage ich mal, verteile ich nicht mehr, weil das einfach nicht machbar ist. Selbst mit einem Doc-Review am Anfang, wenn man das so nennen will, ich habe immer das als Meetings einstimmig statt des Smalltalks wird eben jetzt gelesen. Geht das schon auch, aber 6 Seiten? Nein. 4 Seiten? Nein. Eine A4-Seite vielleicht. Ja, gut. Ja. Und das ist natürlich durchaus ein extremer Fall, den wir hier mitgebracht haben. Und es ist vielleicht auch als Gedankenanstoß zu sehen und die Überlegung, was ist auch kulturell machbar in der eigenen Zusammenarbeit. Gut, dann ein weiteres mit der Frage, Probleme unterbrechen. Und da, Günther, hast du uns schon das vorweggenommen, ein Stück weit die Bitte um Rückruf, ne? Oder die Bitte um ein Meeting, kann man natürlich auch sich überlegen. Die Idee ist zu sagen, okay, statt jemanden zu unterbrechen durch einen Anruf oder durch ein spontanes Meeting oder durch ein spontanes Vorbeigehen am Arbeitsplatz, vielleicht eine kurze Nachricht im Sinne von, hast du kurz Zeit zu telefonieren oder wollen wir gemeinsam einen Termin machen? Wollen wir gemeinsam Mittagessen? Ne? Wir hatten ja vorhin das Thema. So, damit schafft man es eben, diese Unterbrechung zu reduzieren und trotzdem sozusagen einer hohen Tragweite gerecht zu werden und vielleicht auch sich gemeinsam Raum zu treffen oder dann auch sich zeitgleich zu treffen. Ja. Damit, neben Günther, du hast es schon erzählt, aber sonst jemand noch gute Erfahrungen gemacht? Glaube ich, kennen wir vielleicht auch alle. Ne? So, dann noch ein weiteres mitgebracht. Das Thema Statustermine kennen vielleicht auch einige von euch. Das heißt, es gibt manchmal auch Termine oder gerade auch Regeltermine werden dazu oft auch missbraucht, um einfach den Status zu teilen, um zu zeigen, wie weit bin ich gerade, was tue ich gerade, wer macht eigentlich gerade was, was sind für offene Aufgaben da. Und da gibt es mittlerweile sehr viele Möglichkeiten auch zu sagen, man nutzt da im Prinzip einfach viel mehr die technischen Möglichkeiten, um den Work in Progress zu teilen oder es gibt es auch unter dem Begriff Work out loud, in dem Sinne, dass man allen Kolleginnen und Kollegen, mit denen man zusammenarbeitet, offen teilt, woran arbeite ich gerade, wie ist mein Fortschritt, vielleicht sogar auch den konkreten Arbeitsfortschritt im Sinne eines Prototypens offen zu legen, als Wikiboard, Confluence Board, wie auch immer man gerade arbeitet, als Kanban Board. Und das hat eben den Vorteil, dass man zum einen natürlich sehr transparent wird, aber zum anderen ist man ein bisschen auch gezwungen,
sauber zu arbeiten, sauber natürlich den eigenen Fortschritt zu pflegen, sauber die eigenen Arbeitsdokumente in einer Art und Weise zu präsentieren, dass sie verständlich ist. Falls ITler unter euch sind, das Thema sozusagen den Code zu dokumentieren, sodass er für andere verständlich ist, ist mittlerweile, glaube ich, auch Standard geworden. Warum machen das Leute im Management eigentlich nicht so, ne? Dass sie im Prinzip ihre eigene Arbeit auch so beschreiben und dokumentieren, wie es ein guter Coder oder Coderin macht. Ja. Gut, das heißt, damit kriegt man vielleicht auch ab und zu mal zwischendurch Feedback und man vermeidet vielleicht das ein oder andere Status-Meeting. Gut, ich würde noch zu einem vierten Tipp springen und das ist eigentlich, ehrlich gesagt, die andere Richtung. Das ist ein bewusst auch mal wieder das Treffen im gleichen Raum zu pflegen. Insbesondere dann, wenn wir sagen, wir haben vielleicht etwas entdeckt, was uns stört, was vielleicht sagen, hey, das hätte ich anders gemacht. Da hätte ich Feedback, da würde ich gerne Kritik äußern. Und da der Wunsch auch mal wieder sozusagen das Treffen, das zeitgleiche Treffen im gleichen Raum zu bevorzugen und vielleicht Kritik nicht als einfache E-Mail zu platzieren oder irgendwo als Zettelnotiz oder sowas zu platzieren. Ne? Weil gerade hinsichtlich sozusagen Zusammenarbeitsformaten mit geringer Bandbreite, also Textnachrichten vor allem, da ist es einfach wahrscheinlich, dass man missverstanden wird oder dass etwas zwischen den Zeilen interpretiert wird, was man gar nicht gemeint hat oder. Deswegen ist es bei Kritik oder Feedback durchaus auch geraten, vielleicht doch mal sich zu treffen. Und dann vielleicht in Kombination, vielleicht nicht mit dem Narrative Memo, dass man vielleicht doch 6 Seiten lesen muss, aber vielleicht mit der Bitte um einen Termin oder der Bitte um einen Anruf, das zu kombinieren. Macht das Sinn? Super, ich sehe Nicken. Dann wäre meine Frage, was habt ihr für Beispiele? Das wäre vielleicht noch hier die Frage, was seht ihr noch, um Meetings zu reduzieren? Was gibt es für euch noch Ideen? Was hat bei euch gut funktioniert? Vielleicht einbringen, Jourfixe wieder runterfahren. Überlegen, ob es die wirklich braucht. Auch in der Frequenz eventuell anpassen oder sogar auf Ad-hoc umstellen, wenn es wirklich nötig ist. Also ich merke, so gut es ist, wenn man sich regelmäßig trifft und austauscht und die Taktung hat und die Verlässlichkeit, so blöd ist es, wenn dann alle kommen und sagen, ja, eigentlich habe ich nicht wirklich was heute. und dann merkt man auch, vielleicht muss es in der Frequenz nicht sein. Also wenn man das merkt, ne? wenn es gut tut, dann würde ich nichts ändern, aber der Teamarbeit. Aber wenn man das Gefühl hat, ja, es ist vielleicht nicht immer notwendig oder so produktiv, dann lasst uns doch wieder irgendwie dann treffen, wenn wir wirklich Themen haben und die vielleicht auch irgendwo zentral sammeln vorher. Ja, super. Kennen, glaube ich, alle Scrum Master, ne? Dass man irgendwann das bisschen runterfährt. Super, ja? Fällt euch noch was ein, wenn man Meetings reduzieren kann? Ja, vorhin hatten wir es über Ursachen. Es gibt, vor allem wenn es komplex ist, eine feste Denkweise, jedenfalls bei größeren Teilen der Experten, dass Ursachen oder konkrete Grundursachen in komplexen Systemen nicht gefunden und gelöst werden kann. Und dem widersprechen Experten durch Erfahrung. Stärker noch, es gibt da gewisse Grundursachen, die sind immer wieder dieselben, sehr schädlich, zum Beispiel Naturgesetze treten auf, auch in Organisationen rund um Projekten. Nur, wo ist die Compliance mit den Naturgesetzen? Da gibt es Riesenmöglichkeiten, um die einzusetzen. Wir haben ein Riesenbeispiel gesehen, Flatten the Curve mit Corona. Da geht es mir weniger um das Abbauen des exponentiellen Wachstums des Viruses, sondern was da auch gemacht wurde, war das radikale Umgehen der exponentiell gewachsenen Bürokratie und Komplexität. Und das war der Einsatz einer zweier Naturgesetze, wie wir sie in der Vergangenheit bis in den 90er Jahren durch gesunden Menschenverstand eingesetzt haben. So gibt es noch ein paar andere. Und auch da gibt es Riesenmöglichkeiten, um ja, unnötige Aktivitäten bei der Ursache zu vermeiden. Spannend. Ja.
Klingt auch so ein bisschen nach Elon Musk, der da ja auch sehr viel so die immer auf die Basis zurückgeht, auf die Ursachensuche, um dann Innovationen herauszutreiben. Ja. Genau. Ja. Gut, fallen euch noch Beispiele ein, Meetings zu reduzieren? Also das, was ich gerade in der letzten Zeit ein paar Mal wieder angewandt habe, wirklich ganz klassisch, im Meeting Protokoll führen, Aufgaben annehmen. Also so komisch, wie es vielleicht für alle Anwesenden klingt. Und einfach zum Abschluss Aufgaben, wer macht was bis wann. Das heißt, dass ein Zwischenmeeting mit einer Wiederholung der Situation einfach nicht stattfinden muss oder die Ergebnisse auch irgendwie per Mail geschickt werden können. Und es klingt so banal und eigentlich habe ich eben überlegt, das brauche ich doch gar nicht sagen, aber es hat tatsächlich Erfolg gehabt und hat Aufmerksamkeit auf sich gezogen, dass ich Protokoll geführt habe, dass während des Meetings das verschickt habe und hinterher tatsächlich relativ zügig auch die Antworten kamen. Das heißt, wahrscheinlich nur, weil es mal wieder jemand gemacht hat, war es was Besonderes, hat Aufmerksamkeit erregt und deswegen ist es gemacht worden. Also back to the roots, vielleicht war es der richtige Zeitpunkt, so was Banales mal wieder anzuwenden. Ja, und ich glaube, das spielt damit hinein, dass dieses Dokumentieren und Auffindbarmachen der Erkenntnisse, das ist ja sozusagen schon die zweite oder dritte Form der Zusammenarbeit neben dem physischen Treffen, dass man nicht denkt, nur weil man physisch beisammen ist und miteinander redet, dass damit dann alles erledigt ist und alle Probleme sich von alleine lösen, sondern es folgt ja das nächste Zusammenarbeitsformat. Es folgt ja so viel drumherum. Und auch mit dem Blick auf die Zeit, ich würde gerne sozusagen den Schwung nutzen und sagen, das war ja jetzt sozusagen eins von 16. Chris und ich schreiben gerade die Dinge in einem Buch zusammen und ihr seid in dem elitären Kreis von Leuten, mit denen wir das Wissen schon teilen. Wir sind dabei, das in Buchform zu bringen. Wir wollen eben zu allen 16 Formaten das analog in solche Formate bringen, dass man eben die Zusammenarbeit viel besser hinkriegt als, und wir wollen eigentlich das Thema moderne Zusammenarbeit da auf den Punkt bringen. Chris, du hast uns was erzählt von einem Link, von einer Selbsteinschätzung. Bevor du zur nächsten flippst, vielleicht noch, warum ist da so ein iPad mit drinnen? Wer mich kennt, weiß, ich bin immer ein bisschen ungeduldig und würde gerne schon Dinge teilen und diskutieren und auch gerne vom Feedback Dinge weiterentwickeln, die noch gar nicht draußen sind. So ein Buchprojekt ist irgendwie ein bisschen größer, als ich mir das vorgestellt habe, dauert länger, als ich mir das vorgestellt habe. Darum machen wir es gerade so. Wir verkaufen zwar schon die Bücher vorab, aber mit dem Deal, dass wir immer, wenn ein Kapitel fertig ist, das als Videotutorial zur Verfügung stellen, sodass ihr es quasi schon lesen, angucken, benutzen könnt mit seinen Templates und Canvases zum Download, bevor das Buch eigentlich online ist. Das hat einen gewissen Charme, wie wir es gerade schreiben, wie das Ganze entsteht und ermöglicht uns das einfach auch jetzt schon zu teilen. Und um nochmal die Brücke zu schlagen zu dem Anfang, diesen 4 hoch 2, 16 Handlungsfeldern. Wir haben uns überlegt, cool wäre doch so eine Anamnese auf Basis von einer Befragung, wo stehe ich eigentlich, wo ist meine Schieflage, ist das nur beim Thema Arbeitsfluss oder in diesem Gesamtmodell habe ich auch andere Schmerzpunkte, wo wir mal ansetzen könnten, weswegen dann vielleicht auch andere Kapitel in dem Buch und im Videotutorial interessant werden, haben wir einen MVP aufgesetzt mit 16 Fragen, auf die ihr dann so eine Auswertung bekommt zu euren Potenzialen in der Zusammenarbeit innerhalb des Teams mit einer grafischen Auswertung und auch einer Beurteilung, wo wir auf Basis von dem, was wir erarbeitet haben, den größten Handlungsbedarf sehen und die nächsten Schritte, also konkret mit Handlungsempfehlung. Und den Link teile ich jetzt einfach mal. Testet das gerne für euch mal aus, noch ein bisschen manuell im Hintergrund, dass wir das dann auch zu einem schönen Report machen. Also gebt uns immer mal einen Tag oder zwei, bis dann auch der Bericht kommt. Fühlt euch frei, das zu testen und kommt dann gerne mit der Auswertung auch auf uns zurück und sagt, hey, ja, trifft voll zu, da verstehe ich gar nicht. Oder sagt, wenn es voll logisch findet, legt los und hebt euer Kollaborationsmodell, eure Zusammenarbeit im Team aufs nächste Level. Das quasi als Goodie
Und Dankeschön, dass ihr auch diese 2 Stunden aufgebracht habt, A, um dabei zu sein, B, euch auszutauschen und C, jetzt noch was an die Hand mitzubekommen. Wer meinen Podcast kennt, weiß, das ist immer mein Anspruch. Am Ende habt ihr was, was ihr mit in euer Projekt nehmen könnt, um einen Schritt weiter Richtung Wirkungsmaximierung, Erfolg und auch dem zuzugehen, wie ihr euch das vorstellt, wie gearbeitet wird und woran gearbeitet wird. Dankeschön. Super. Dann vielen lieben Dank, Chris. Vielen Dank für die Einladung. Schön war's. Danke fürs Kommen. Wir wünschen euch einen schönen Sommer, schönen Abend. Macht's gut. Wenn ihr Fragen habt, wir sind bei LinkedIn oder hinter den Links, die ihr bekommen habt. Super. Vielen Dank, Chris. Danke.